Guten Abend miteinander und ganz herzlich willkommen. Ich sehe, wir sind auch mit dem Wachstum von unseren Events sind wir irgendwo an eine Grenze geraten. Also mehr geht definitiv nicht mehr. Meine Frau und ich, wir machen ja manchmal diese Denkanstöße und auch die Mitarbeiter haben gesagt, also seid ihr jetzt so negativ geworden, dass man da, die Wachstumsjahre sind vorbei, also Postwachstum und so, soll man so etwas wirklich bringen? Natürlich, als Ingenieur macht man sich schon den einen oder anderen Gedanken. Eine Geschichte ist ja, wenn der Josef, also der Vater von Jesus, oder wenn der einen Franken, das ist ja nicht viel, oder? Auf eine Schweizer Bank gebracht hätte, als Jesus auf die Welt kam. Und man hätte dauernd 2% Zins, also ich gebe zu, das ist anständig, oder 2% Zins. Was denken Sie, was kriegten Sie jetzt da? Also ich habe es mal ausgerechnet, es sind etwa 128 Millionen pro Nase. Also wir wären alle in den, Sie sehen ja, die 500 reichsten Leute, die haben etwa von 100 Millionen aufwärts, oder, in der Schweiz. Also wir wären alle, würden alle zu den 100 reichsten Leuten gehören, wenn das einfach so funktionieren würde, oder? Und der Ingenieur weiß ja, irgendwo hört's auf mit dem Wachstum. Eine kleine Geschichte möchte ich Ihnen noch erzählen aus meinem Gebiet. Ich weiß nicht, wie viele Leute von Ihnen das Moore's Law kennen. Das war so, über 50 Jahre ist, alle zwei Jahre hat sich die Prozessorleistung verdoppelt. Und und Intel hat dann gesagt, ja, das geht immer so weiter. Und ich weiß noch, 1995 war eine erste Konferenz an der ETH. Ah, das könnte sein, dass da eine Sättigung eintritt. Und alle haben gesagt, ja, das sind ein paar Spinner, oder? Die können einfach nicht begreifen, dass es einfach weitergeht, oder? 2003 hat Intel noch die Kurve, also das ist dann im logarithmischen Darstellung ist das einfach eine Gerade, die ging einfach drauf, rauf und rauf. Und 2003 hat Intel noch gesagt, ja, das geht beliebig weiter. Es war dann erst 2005, wo diese Kurve in eine Sättigung gegangen ist. Und zwar kann man heute nicht mehr schnellere Prozessoren bauen. Also wir sind bei 2-3 Gigahertz für die Fachleute, weil man einfach die Wärme nicht mehr wegbringt. Und da ist es jetzt seitdem geblieben. Also wir sind da in eine Sättigung hineingegangen. Also es geht nicht mehr weiter. Und ich möchte noch zwei andere Beispiele vom Wachstum bringen. Das eine ist, Europa wächst mit 1% pro Jahr und verschuldet sich mit 3% pro Jahr. Also ich meine, für ein Jahr sich ein bisschen verschulden und dann wachsen, das ist ja gut, oder? Aber wenn man das kontinuierlich macht, dann kann das Schwierigkeiten geben. Oder das andere ist, seit der Finanzkrise 2008 hat die Realwirtschaft im Wert nicht mehr zugenommen. Also die ist eigentlich so konstant geblieben. Die Börsenkurse sind aber um Faktor 4 gestiegen. Wenn die Börsenkurse steigen, dann bedeutet das, man nimmt eigentlich das Wachstum vorab, das dann irgendwann mal passieren sollte. Und wehe, es passiert nicht. Was passiert dann? Das wird ja spannend. Aber jetzt noch einmal zurück zur Frage, weshalb machen wir so Veranstaltungen? Diese Veranstaltungen dienen eigentlich dazu, auch eine andere Sichtweise auf das Ganze zu haben. Und eine Sichtweise, was würde es bedeuten, wenn wir jetzt auf Wachstum völlig verzichten würden? Ist so etwas überhaupt denkbar? Dass es auch klar ist, was hier erzählt wird, das deckt sich nicht unbedingt mit unseren eigenen Meinungen, aber wir wollen ja dazu anregen zu denken. Deshalb heißt das Ding Denkanstoß. Einfach zum Weiterdenken. Es geht darum, herauszufinden, wie könnte es auch noch gehen? Ist so etwas überhaupt denkbar? Und ich erwarte nicht, dass Sie heute die absolute Wahrheit hören, heute Abend, sondern ich erwarte, dass Sie eben einen Denkanstoß kriegen und dann vielleicht weiterdenken können. Jetzt herzlich willkommen, Nico Pech. Schön, dass du da bist. Ich will jetzt nicht noch einmal die ganze Biografie herunter, hätte ich fast gesagt, beten. Nico ist
Ich habe ihn ein paar Mal gehört und Sie werden dann selber sehen, was er denkt und wie er handelt. Und ich finde einfach einmal großartig, dass du da bist. Und the floor is yours. Danke vielmals. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich darüber, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und das, obwohl doch jetzt der Frühling anfängt und wahrscheinlich schon die ersten Biergartenmöglichkeiten bestehen hier in Zürich. Bevor ich anfange, möchte ich mich auf das Allerherzlichste bei Seraina und Toni Gunsinger für die Einladung nach Zürich bedanken. Es ist mir eine große Ehre, hier stehen zu dürfen. Und das Buch, Toni, das du geschrieben hast über die Energiewende, so nennen wir das ja in Deutschland, und davon wird nachher auch noch die Rede sein, wird auch in Deutschland gelesen. Und zwei Mitarbeiter von mir habe ich dazu verdonnert, dein Buch zu lesen und in eine Studie einzubauen, in der es darum geht, das Elektrizitätssystem Deutschlands umzubauen, zu transformieren. Und es geht auch darum, einen Überblick zu geben über die führenden und wichtigen Konzepte Europas im Hinblick auf Klimaschutz. Und du bist halt einer der führenden Leute. Also auch deshalb ist es mir eine Ehre, hier zu stehen. Okay, gut. Zu meiner Person. Also ich bin nicht mehr an der Universität Oldenburg tätig, sondern jetzt übergewechselt zur Universität Siegen. Da ist etwas ganz Spannendes passiert. Da ist ein neuer Masterstudiengang entstanden, nämlich Plurale Ökonomik. Die Plurale Ökonomik versucht, unterschiedliche Theoriezugänge, unterschiedliche Zielvorstellungen und unterschiedliche Methoden innerhalb der Wirtschaftswissenschaft undogmatisch, also auf gleicher Augenhöhe, unvoreingenommen zu behandeln. Erstmals. Die Zeit vorher ging es nicht undogmatisch zu in den Wirtschaftswissenschaften. Okay, und selbstverständlich spielt also in der pluralen Ökonomik auch die Position der Wachstumskritik eine Rolle. Ich selber bin von Haus aus Volkswirt und habe dann irgendwann damit begonnen, mich mit Nachhaltigkeitsfragen zu befassen. Das fing an mit der Umweltökonomik, dann kam die ökologische Ökonomik und jetzt versuche ich als eine dritte Entwicklungsstufe der wirtschaftswissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung die sogenannte Postwachstumsökonomik zu etablieren. Von der wird also heute die Rede sein. Und der Grund dafür, sich damit zu beschäftigen, nun, der ist also so langatmig, dass man eigentlich 10 Referate darüber halten könnte. Und der Toni hat in seiner Anmoderation tatsächlich schon ein paar Mal, wie ich finde, richtig ins Schwarze getroffen, was also die Beweggründe anbelangt, sich mit den Möglichkeiten und Perspektiven einer Wirtschaft ohne Wachstum auseinanderzusetzen. Die Gliederung meines Vortrags sieht ganz schlicht aus, aber es wird ein sehr langer Vortrag, ungefähr 4 Stunden. Ich hoffe, Sie haben nicht mehr so viel vor. Mein großes Vorbild Fidel Castro war zwar nicht mehr unter uns, aber irgendein anderer muss ja dann 4-stündige Vorträge halten. Na gut, keine Angst. Ich möchte also ganz kurz den Stand der Forschung innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurse zur Besichtigung freigeben, weil wir nämlich in der Nachhaltigkeitsforschung an einem Wendepunkt stehen. Ich möchte dann auf eine Begrifflichkeit zu sprechen kommen, die Ihnen fremd vorkommen mag, nämlich die Produktivitätsfalle. Darunter verstehe ich ein Phänomen, das dazu führt, dass die Wachstumseskalation immer dringlicher oder relevanter wird. Ich möchte dann auf die deutsche Energiewende eingehen, aus einem guten Grund. Deutschland gilt weltweit als so eine Art Musterschüler, mindestens im Klimaschutz, wenn nicht sogar darüber hinausgehend in anderen Handlungsfeldern einer nachhaltigen Entwicklung. Es wird behauptet, die Deutschen hätten es hingekriegt, mit der sogenannten Energiewende ein weltweit kopierbares Beispiel dafür zu liefern, dass man eine reiche Konsumgesellschaft beibehalten kann und gleichzeitig über technischen Fortschritt das Notwendige hinbekommt, um die ökologischen Lebensgrundlagen zu schützen. Ich möchte darauf eingehen, dass dies nicht geklappt hat, sondern die deutsche Energiewende brachial gescheitert ist. Und damit ist auch der Versuch gescheitert, die Idee eines grünen oder qualitativen Wirtschaftswachstums, diese Idee umzusetzen. Das ist wichtig. Aber es hat ja in der Einladung auch gestanden, dass dieser Vortrag provokativ sein soll. Also ich tue mein Bestes, okay? Ich möchte dann auf die sogenannte Postwachstumsökonomie eingehen. Das ist dann der Entwurf einer Wirtschaft, nicht nur jenseits weiteren Wachstums, sondern dieser Entwurf beinhaltet einen Prozess des Degrowth, das heißt der Schrumpfung. Wenn wir ökologische Grenzen einhalten wollen auf diesem Planeten,
müssen wir die Industrie- und Konsumgesellschaften regelrecht zurückbauen. Das gilt nicht für die meisten Länder Afrikas und auch nicht Asiens oder Lateinamerikas, aber es gilt für Europa, für Nordamerika, Australien, Neuseeland, Japan. Also die Länder, die sozusagen zum Schrittmacher der ökologischen Zerstörung geworden sind. Wobei man leider China inzwischen mit dazu zählen muss. Das will ich jetzt nicht kritisch verstanden wissen, das ist einfach ein Fakt. Wenn dann die Zeit noch reicht, werde ich einen klitzekleinen Ausflug mit Ihnen unternehmen in die Welt der Reallabore, da wo jetzt schon Blueprints gestanzt werden für Lebensformen, aber auch für ein Unternehmertum, das kompatibel wäre mit einer Wirtschaft ohne Wachstum oder wie in diesem Fall mit einer Postwachstumsökonomie. Gut, kommen wir zum ersten Punkt. Zwei unterschiedliche Nachhaltigkeitsphilosophien stehen sich unversöhnlich gegenüber. Das könnte man als eine Art Zusammenfassung des bisherigen Nachhaltigkeitsdiskurses so nehmen. Auf der einen Seite haben wir Überlegungen, die dahin tendieren, und das habe ich ja gerade schon angesprochen, das wirtschaftliche Wachstum Kraft technischen Fortschritts zu entkoppeln von allen ökologischen Schäden. Und Schrittmacher dieser Überlegung oder auch der Versuche, diese Überlegung umzusetzen, sind zum einen die ökologische Effizienz und die Idee geschlossener Kreisläufe und regenerativer Energien. Die ökologische Effizienz ist leicht zu verstehen. Man kann sich das an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn jemand ein sogenanntes Passivhaus baut, das also sehr dicke Wände hat, dreifach verglaste Fenster und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und nur eine klitzekleine Heizung noch, weil eben die Außenhülle des Gebäudes so gut gedämmt ist, dass kaum mehr Energie entweicht, dann ist dieses Haus um den Faktor 5 ökoeffizienter als ein normales Haus, das also den üblichen europäischen Gesetzen genügt, was also den Wärmeschutz anbelangt. Um den Faktor 5 effizienter heißt, dass dieses Haus denselben Wohnraum zur Verfügung stellt, flächenmäßig, und auch denselben Komfort bietet, aber nur ein Fünftel der Primärenergie benötigt, um dieses Haus angenehm warm zu halten im Winter oder in der Übergangszeit. Das heißt, die Logik der Effizienz zielt darauf, niemandem etwas wegzunehmen und niemandem zuzumuten, auf irgendetwas zu verzichten. Und doch wird die Ökosphäre allein über technischen Fortschritt entlastet, sodass nur noch ein Anteil des bisherigen Verbrauchs an ökologisch relevanten Ressourcen zu Buche schlägt. Dasselbe können Sie mit einem Auto machen. Wenn Sie so ein 3-Liter Lupo von VW mal, den es ja leider nicht mehr gibt, gekauft hätten, dann könnten Sie oder hätten Sie von sich sagen können, dass Sie damit um den Faktor 3 effizienter fahren als jemand, der oder die ein Auto verwendet, das 9 Liter Sprit pro 100 Kilometer verbraucht. Und dieses Konzept können Sie wirklich auf alle Gegenstände und Handlungsmuster übertragen, in der Theorie. So. Das andere Konzept, wo es um geschlossene Kreisläufe und erneuerbare Energieträger geht, bezeichnet man auch oft als ökologische Konsistenz. Hier geht es im Unterschied zur Effizienz überhaupt nicht darum, Quantitäten an ökologisch relevanten Ressourcen einzusparen, sondern die Art der Umwandlung, den sogenannten stofflichen Metabolismus und die Auswahl der umzuwandelnden Stoffe in der Produktion so zu optimieren oder eben auszuwählen, dass keine ökologischen Schäden entstehen. Wenn also dieses Shirt beispielsweise zu 100% aus organischen Stoffen bestünde, die biologisch abbaubar sind, dann würde das ja keinen Schaden anrichten, dieses Shirt, wenn ich es wegschmeiße und mir ein schickeres kaufe. Manche finden, dass ich das tun sollte. Na gut, mal sehen. Nicht? Oder wenn dieser Computer so designed ist, dass alles, was hier verbaut wurde an Modulen, nach der Nutzung, wenn das Gerät nicht mehr reparabel ist, wieder eingespeist werden kann, also die Teile werden dann sozusagen weiterverwendet in Prozesse der Nutzung, der Produktion oder des Konsums, dann wird auch dieses Gerät nie zu Abfall. Wenn ich eine Energieform finde, die ökologisch so neutral ist, dass man sie regelrecht als Null-Emissionssystem bezeichnen kann, das sind eben in der Theorie die regenerativen Energieträger, habe ich dasselbe Prinzip angewandt. Ja, hier wird nicht gespart wie bei der Effizienz, also an der Inputseite, sondern hier wird einfach die ökologische Qualität so optimiert, dass man also Dinge designt, Produkte, Technologien und Infrastrukturen, die keinen Schaden mehr anrichten. Wenn der Rechner jetzt den Schaden der Höhe 0 hat, ist es egal, ob ich einen Rechner produziere oder eine Million.
Also kann die Wirtschaft weiter wachsen und der Ökosphäre widerfährt nichts Schlechtes. Das sind die Ideen dabei, die man kennen muss, um die Logik des grünen Wachstums zu verstehen. Das haben Sie jetzt, glaube ich, auch verstanden. Okay. Auf der anderen Seite finden wir wachstumskritische Ansätze vor, die übrigens dogmenhistorisch betrachtet viel weiter zurückreichen als dieses technologische Projekt des grünen Wachstums. Schon in den 50er Jahren hat ein berühmter Österreicher namens Leopold Kohr die Idee entwickelt, dass es falsch ist, die Wirtschaft permanent in Wachstum zu versetzen. In den 60er Jahren haben Personen wie Louis Mumford, Friedrich Wagner oder Ernst Friedrich Schumacher, später in den 70ern dann der Club of Rome, Ivan Illich, Erich Fromm, Herman Daly, Rofi Hüting, Nicolas Ceausescu, Rögen, der wichtigste Wachstumskritiker, ein halber Physiker eigentlich, die haben Schriften vorgelegt, aus denen analytisch hervorgeht, dass wirtschaftliches Wachstum irgendwann nicht mehr möglich sein kann. Und einige von denen sind auch schon so weit gegangen, Konzepte zu entwickeln, die uns dazu verhelfen, eine Wirtschaft ohne Wachstum Praxis werden zu lassen. Aber so richtig ausgereift waren die Konzepte alle nicht. Deswegen stehe ich ja hier. Das heißt, wir haben jetzt eine zweite Welle der Wachstumskritik in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den Sozialwissenschaften, um das zu verfeinern oder weiter auszubauen, was historisch betrachtet in der ersten Welle der Wachstumskritik schon angedeutet wurde. Hier geht es nicht allein um technischen Fortschritt, sondern hier geht es um einen kulturellen Wandel der Genügsamkeit und der Selbstversorgung. Genügsamkeit übersetzt man oft mit Suffizienz. Wachstumskritiker und Kritikerinnen verweisen mit starkem Akzent darauf, dass es nicht um Verzicht geht, sondern dass es sein kann, dass es unserer Gesundheit und unserem subjektiven Wohlbefinden zuträglich ist, wenn wir unser Leben entrümpeln, entschleunigen, entschlacken, wenn wir Ballast abwerfen oder uns vom Überfluss befreien. Und die Selbstversorgung klingt ebenfalls zunächst gefährlich, so als ginge es darum, sich zurückzubefördern in einen mittelalterlichen oder neandertalartigen Zustand, im Dreck buddeln, Insekten essen, auf dem Baum klettern und da vielleicht leben, zusammen mit den Affen oder so. Lachen Sie nicht. Das sind so Anwürfe, mit denen man es zu tun bekommt, wenn man als Wachstumskritiker in der Öffentlichkeit auftritt. Nein, auch hier geht es vielmehr darum, eine immer noch vorhandene, aber kleiner gewordene Industrie zu verzahnen mit reaktivierten Formen der Selbstversorgung, eine andere Supply Chain Architektur zu entwickeln, deren erster Teil durchaus noch darauf beruhen kann, Industrieprodukte zu erzeugen, deren Nutzungsdauer und deren Nutzungsintensität durch additive Selbstversorgungsleistung so gesteigert wird, dass wir am Ende vielleicht nur mit einem Bruchteil der Industrieproduktion auskommen, ohne uns arm, entwürdigt oder mittelalterlich zu fühlen. Das ist der Trick. Davon wird später die Rede sein. Vorher aber geht es noch mal ans Eingemachte. Was Sie hier sehen, das ist das Gliederungsprinzip der von mir heute schon erwähnten wachstumskritischen Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die ich bezeichne als Postwachstumsökonomik. Die Postwachstumsökonomik eruiert Sachverhalte und politisch hochbrisante Fragestellungen im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Wachstum und Nachhaltigkeit. Und die drei basalen Forschungsinteressen, die hier eine Rolle spielen, erstrecken sich erstens auf die analytische Behandlung von Wachstumsgrenzen. Also stehen wir wirklich vor Wachstumsgrenzen oder sind das so tiefen ökologische, romantische Auslässe von irgendwelchen Naturschützern? Okay. Zweitens erstreckt sich die Postwachstumsökonomik auf die Eruierung der Frage, warum stehen wir unter Wachstumszwang? Warum fällt es uns so schwer oder auch der Politik so schwer, einfach auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so liebe Leute, wir versuchen es mal ohne wirtschaftliches Wachstum. Und drittens schließlich, was wäre dann in einem konstruktiven Zirkelschluss, was wäre dann die Antwort auf die Frage, wie eine solche Wirtschaft ohne Wachstum aussehen könnte? Und die nenne ich Postwachstumsökonomie. Sie sehen ja an diesen groben Eintragungen, das sind eigentlich eher also einzelne Diskurse, dass also auch die Postwachstumsökonomie nicht auf dem einen Trick beruht, sondern ein Plural sich ergänzender Versorgungsmuster oder Umstellung bisheriger Versorgungssysteme darstellt. Okay. Zunächst möchte ich auf die Wachstumsgrenzen eingehen. Die ökologischen Wachstumsgrenzen halte ich immer noch für die brisantesten. Das hat ja schon der Club of Rome anno 72 zum Besten gegeben.
Darauf gehe ich gleich ein und das wohlgemerkt am Beispiel des Klimaschutzes, weil ich glaube, dass das die ökologisch dringendste Frage ist. Peak Everything ist ein Synonym für die historisch einmaligen Ressourcengrenzen, auf die wir zurasen. Ein neues Zeitalter der Knappheit zieht herauf. Öl wird knapp, Fläche wird knapp, Phosphor wird knapp. Strategische Metalle werden knapp, Biodiversität wird knapp, seltene Erden werden knapp, Trinkwasser wird knapp. Das heißt also, es gelingt uns überhaupt nicht, auf technischem Wege aus der Ressourcenknappheit herauszukommen. Ja? Und dann Verteilung und Resilienz. Wirtschaftliches Wachstum ruft global betrachtet verschärfte Verteilungskonflikte hervor. Warum? Weil wir Europa derart geplündert haben, was Rohstoffe und Flächen vor allem anbelangt, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum in Europa voraussetzt, jetzt Zugriff zu nehmen auf die Flächen anderer Kontinente, das nennt man Landgrabbing, Zugriff zu nehmen auf die Entsorgungsmöglichkeiten auf anderen Kontinenten, Zugriff zu nehmen auf die Mineralien und die sonstigen Rohstoffe und auch Zugriff zu nehmen auf die billigen Arbeitskräfte. Wenn wir die meisten Dinge, die hier in der Schweiz verbraucht werden, produzieren müssten zu Schweizer Löhnen, basierend auf Schweizer Gesetzen, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, naja, wie viel von ihrem Wohlstand könnten sie sich dann noch leisten? Dasselbe gilt für die Bundesrepublik Deutschland, ist ja wohl klar. Und auf diese Weise lagern wir auch Verteilungskonflikte aus. Und der Begriff der Resilienz, der hier steht, soll darauf hinweisen, dass ein weiterer neben diesem sozialpolitischen Preis des Wohlstandes der ist, dass wir immer abhängiger werden von Fremdversorgung. Stellen Sie sich vor, eine Woche lang würden keine Flugzeuge, keine Sattelschlepper, Schiffe geht ja bei Ihnen nicht so gut wie bei uns, okay, es würden keine Eisenbahnen mehr in die Schweiz gelangen, um also Vorprodukte, Zwischenprodukte, Ressourcen, Energieträger hier hinzubringen. Dann wird es ein Problem geben. Das gilt für alle anderen europäischen Staaten auch. Das heißt, die Fallhöhe wird immer höher. Wenn jetzt eine Energiekrise oder nochmal eine Finanzkrise kommt, dann kann es sein, dass wir ins Bodenlose stürzen. Weil der Wohlstand dazu führt, dass wir auch immer geldabhängiger und immer abhängiger von äußerer Zufuhr werden. Ja? Und Griechenland hat erlebt, wie sich das anfühlt. Wenn man also so einen Höhenflug hat, mal für eine kurze Zeit sozusagen ein Konsumniveau erreicht, das dem Mitteleuropas entspricht und dann zieht jemand den Stecker und dann landet man in einem tiefen Tal. Wir können ja mal eine Wette abschließen, ob die Griechen es jemals wieder schaffen, eine Konsumgesellschaft zu werden. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen können, weil die Produktivität gar nicht da ist. Das heißt, alles, was in Griechenland verfrühstückt wurde, um das mal so prosaisch zu sagen, kam in irgendeiner Form von außen. Mit Ausnahme von Schafskäse, Oliven und Ouzo. Auch nicht schlecht. Klar, und im Tourismus sind die Griechen toll. Aber Tourismus kann man nicht anziehen und auch nicht essen und auch nicht drin fahren. Ja? Gut. Dann haben wir psychische Wachstumsgrenzen erreicht, auf die ich später noch ganz kurz eingehe, in Verbindung mit einer Erläuterung des Konzeptes der Suffizienz, also Genügsamkeit. Das Interessante ist, dass inmitten dieses grassierenden Wohlstandes in ausgerechnet den Ländern, die am reichsten geworden sind, eben die psychischen Erkrankungen auch grassieren. Ja? Das heißt, wir haben tatsächlich eine Form der Entkopplung hinbekommen, nämlich die zwischen materiellem Wohlstand und subjektivem Wohlbefinden. Also eine wichtige Teildisziplin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, die sogenannte Science of Happiness, frei übersetzt Glücksforschung, kommt zu dem Resultat, dass seit dem Zweiten Weltkrieg das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf natürlich in Amerika und Europa immens historisch einmalig gewachsen ist, während Glück und Zufriedenheit nicht gewachsen sind, auf der Stelle geblieben sind. Auch aus diesem Grund müssten wir mal die Frage stellen, warum noch Wachstum? Ja? Finanzkrisen, Toni hat das ja auch schon angesprochen, Finanzkrisen sind ebenfalls eine Sollbruchstelle des Wachstumsdogmas. Toni, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. Also ich meine, der Preis für Wachstum ist offenbar Verschuldung. Und man kann nicht einfach über jede Grenze hinaus sich immer weiter verschulden und dann einen sogenannten Haircut oder einen Rettungsschirm oder eine Umschuldung oder einen Schuldenerlass oder so ähnlich als Instrument hernehmen, um dieses Problem quasi zu bereinigen. Das wird dauerhaft nicht funktionieren. Das heißt also, die zukünftigen Finanzkrisen, von denen ich ausgehe, dass sie über uns hereinbrechen, werden, wie das die Lehman Brothers vorgeführt haben,
uns schon zeigen, dass also die Finanz- und Kapitalmärkte auch eine Wachstumsgrenze in sich tragen. Dann Kulturzerstörung. Ich bin der festen Überzeugung, dass ja der Wohlstand in Europa und in anderen Industrienationen eben auch ein ganz neues Kulturmodell hervorgebracht hat. Die Art, wie wir uns definieren, wie wir unsere Identität durch unsere Konsumobjekte, durch die Inanspruchnahme industriegemachter Bequemlichkeit und Mobilität regelrecht zelebrieren, entwürdigt die Völker und Kulturen, die nicht mithalten können. Und weil wir so viel reisen und weil wir über die digitale Revolution so vernetzt sind, gibt es keinen Winkel mehr auf diesem Planeten, wo Menschen nicht konfrontiert werden mit der Art, wie wir leben. Und diese Differenz zwischen dem, was wir aufgebaut haben, diesem hedonistischen Pomp auf der einen Seite und vielleicht dem Schmutz und der Armut, der mangelnden Hygiene, der Unterversorgung anderswo, erzeugt eine Spannung. Auf diese Spannung gibt es drei Reaktionen. Die eine Reaktion heißt Islamischer Staat, Boko Haram, Taliban und Al-Qaida. Nämlich diese Wut über diese Entwürdigung, wir sind die Gottlosen, die dann umschlägt in den Versuch, die Entwürdigten zu bestrafen, sie zu bekämpfen. Der zweite Versuch ist der, den wir in Indien und China erleben, nämlich mit der Brechstange über Industrialisierung quasi ein wirtschaftliches Wachstum zu entfachen, das es der Politik erlaubt, der Bevölkerung zu versprechen, liebe Leute, bald sind wir so reich wie die Europäer und danach wie die Amerikaner. Und die dritte Reaktion, die haben wir gerade erlebt, insbesondere in Deutschland, Migration. Möglichst dahin zu flüchten, wo man übergangslos, möglichst schnell den Lebensstil kopieren kann, den man anhimmelt. Jeder dieser drei Wege ist dauerhaft nicht durchhaltbar. Damit wir uns richtig verstehen, damit ist nicht jetzt ein Plädoyer gemeint, dafür Grenzen zu schließen. Darum muss es nicht gehen, aber wir sind das Entwicklungsland in Europa. Wir müssten uns so entwickeln, dass wir einen Lebensstandard haben, von dem sich nach bestem Wissen und Gewissen auch jedem Chinesen und jeder Afrikanerin sagen lässt, hey, das könnt auch ihr erreichen. Und dann begegnen wir uns, was die Ressourcenverbräuche anbelangt, auf einer Augenhöhe, was überhaupt keine kulturelle Gleichmacherei bedeutet. Ja? Weil ein Mensch in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Europa mit einem bestimmten Quantum an physischem Wohlstand etwas völlig anderes machen kann, sodass also Vielfalt durchaus erhalten bleiben kann. Ja, und dann eben das Phänomen, das ich schon kurz habe anklingen lassen, nämlich die Produktivitätsfalle, die alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, quasi potenziert. Und um zu verstehen, worum es mir hierbei geht, muss ich ganz kurz zurückgreifen auf die Erklärung oder Dogmenhistorie des Konsumwohlstandes in modernen Industriegesellschaften. Hier gibt es ganz viele Diskurse und Narrative, die über Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Ludwig Erhard und so weiter reichen. Aber ein roter Faden, der sich durch diese Dogmenhistorie der Wohlstandsschübe zieht, ist das Aufeinanderfolgen verschiedener industrieller Revolutionen. Was tut eine industrielle Revolution? Die erste davon brachte die Dampfmaschine, dann kam die Elektrifizierung, dann die erste Welle der Automatisierung und jetzt das, was wir unter Industrie 4.0 verstehen. Nun, hier geht es darum, dass technischer Fortschritt den Menschen und die Wirtschaft befreit von der Beengtheit der mangelnden Energie eines menschlichen Körpers. Ohne Technik, ohne Maschinen würden wir in einem mittelalterlichen Zustand verharren, in einer mittelalterlichen Handwerkergesellschaft, weil die einzige physische Energie, aus der sich die Erzeugung von Produkten, die Umwandlung von Ressourcen speist, das ist, was ein menschlicher Körper so hat. Den muss man füttern, das ist klar. Okay, gut, das ist dann so, dass die Ernährung regelrecht eine Energiequelle wird, völlig klar. Aber trotzdem, dieser menschliche Körper kann nicht, weil der Tag nur 24 Stunden hat, wie wir wissen, und man auch schlafen muss und auch Reproduktion braucht, kann nicht über eine bestimmte Grenze hinweg physische Werte schaffen. Man kann da noch ein bisschen spezialisieren. Man kann da natürlich auch üben, Lernprozesse und so weiter. Das kann man alles nutzen, aber man kommt an eine Grenze. Erst wenn dieser Arm, ja, nicht mehr ein Stück Holz oder ein Faustkeil, der aus einer Basaltsäule herausgeschlagen wurde, allein bedient, sondern einen Knopf drückt,
sodass zwischen der Materie und den Energieträgern, die umzuwandeln sind, und dieser Hand ein Industriekomplex ist. Eine Mechanik, eine Elektrifizierung, eine Automatisierung, eine Digitalisierung, dann kann ich quasi den Output, der uns so reich macht oder reich machen soll, potenzieren. Also mit derselben Anzahl von Arbeitskräften plötzlich immer mehr Output produzieren. Das machen die Maschinen. Und die Logik, die sich dahinter verbirgt, ist, die Arbeitsproduktivität zu steigern. Unter Arbeitsproduktivität versteht man ein Maß, das Auskunft darüber gibt, wie viele Arbeitskräfte ich brauche, um einen bestimmten industriellen Output zu erzeugen. Und diese verschiedenen industriellen Entwicklungsstufen, nennen wir sie mal so, haben immer mehr Technik hervorgebracht und haben damit die Arbeitsproduktivität immer weiter gesteigert. Das ist die Geschichte des Wohlstandes, unter anderem. Aber es ist eine notwendige Voraussetzung. Wenn diese Geschichte nicht da ist, gibt es keinen Wohlstand. Nun hat diese Geschichte etwas Janusköpfiges. Das heißt, dasselbe Phänomen, das uns auf diese Weise so reich hat werden lassen, führt zu einer sozialpolitisch prekären Situation, über die schon Karl Marx geschrieben hat. Nämlich, dass natürlich der Unternehmer in der Lage ist, Kraft dieser Arbeitsproduktivitätssteigerung Leute zu entlassen. Das heißt, denselben Output mit weniger Arbeitskraft zu erzeugen, weil ja die Maschinen da sind, sodass ich weniger Arbeitskräfte brauche. Wunderbar, der Controller freut sich schon. Das könnte zu Krisen führen. Karl Marx hat das vorausgesehen. Er hat die Verelendungstheorie und auch den tendenziellen Fall der Profitrate als zwei Muster in seinem Kapital verarbeitet, um der Welt zu erklären, dass dies zu einer Revolution, zu einem Zusammenbruch des Kapitalismus führen muss. Genau dies ist nicht geschehen. Marx hat sich sowieso an allen Ecken und Enden geirrt. Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben und kriege schon die ersten Hiebe von den deutschen Marxisten, die mich jetzt als Majestätsbeleidiger hinstellen. So ist das manchmal. Gut, ich mache mal hier weiter, okay? Es ist zu der Krise deshalb nicht gekommen, weil die Wirtschaft gewachsen ist. Man könnte sagen, das Gegengift gegen dieses sozialpolitische Ungemach, das also in der Arbeitsproduktivitätsentwicklung schlummert, ist Wirtschaftswachstum. Wenn die Wirtschaft schnell genug wächst, begleitend zu den Produktivitätsfortschritten, dann wird ein Happy End aus dieser Story. Nämlich mehr Output und trotzdem können alle beschäftigt bleiben. Stellen Sie sich vor, bei VW in Wolfsburg, das ist da bei mir um die Ecke, in Norddeutschland, wird durch eine neue Generation von Robotik erreicht, dass ich pro Auto durchschnittlich nicht mehr 10, sondern noch 5 Arbeitskräfte brauche. Aber die Chinesen, die ja so autohungrig sind, allein durch ihre Nachfrage dazu beitragen, dass dasselbe VW-Werk plötzlich doppelt so viele Autos absetzen kann. Bingo, dann können alle da bleiben. Der Output wurde verdoppelt, aber die Belegschaft kann da bleiben. Und dann gibt es noch Lohnerhöhungen, die werden von den Gewerkschaften durchgesetzt. So funktioniert Wohlstand. So und nicht anders. Jetzt müssen wir aber die Frage stellen, was passiert jetzt, wenn die Arbeitsproduktivität immer weiter steigt? Nun klar, wir brauchen immer mehr Wirtschaftswachstum. Und die Wachstumsrate, die wir brauchen, um dieses Wunder zu vollbringen, hängt ab von der Rate der Zunahme, also der Arbeitsproduktivität. Und meine These hier lautet, das, was man unter Industrie 4.0 versteht und was jetzt Platz greift, wird tatsächlich den guten alten Marx nochmal auf den Plan rufen. Dann schreibe ich einen anderen Artikel, okay, über die Bedeutung des Kapitals, das ja in diesem Jahr 150. Geburtstag feiert. Deswegen zitiere ich den jetzt so viel, den Marx. Nächstes Jahr dann nicht mehr. Also der Punkt ist, dass die vielen Elemente dessen, was wir unter Industrie 4.0 verstehen, ein Internet der Dinge, völlig bahnbrechende Möglichkeiten der Robotik, der künstlichen Intelligenz, der Sensorik, des 3D-Drucks, Big Data, das wird dazu führen, dass selbst in den Produktions- oder Wertschöpfungsbereichen, von denen man nie hat annehmen dürfen, dass dort Menschen durch Maschinen ersetzt werden, genau dies nun geschehen wird. In der Finanzbranche, in der Rechtsberatung, in der Medizin, in der Tourismusbranche, im Großhandel, im Einzelhandel, vor allem selbst in meinem Bereich, also in der Bildung, ja, werden wir erleben, dass die Digitalisierung Menschen überflüssig macht. Es gibt nicht wenige Studien, die schon jetzt versuchen, mal so Maß zu nehmen, um mal zu gucken, was das für den europäischen Arbeitsmarkt wohl bedeuten könnte, wenn eben diese technischen Elemente
der Industrie 4.0, also der Digitalisierung von Produktions- und Dienstleistungssystemen, wenn die tatsächlich angewandt werden. Es gibt ein paar Studien, die davon ausgehen, dass in der Bundesrepublik Deutschland, wo jetzt derzeit 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte anzutreffen sind, mehr als die Hälfte innerhalb der nächsten 2 bis 3 Dekaden nicht mehr gebraucht wird. Übrigens haben wir schon jetzt das Problem. In Deutschland grassiert im Moment ein Akademisierungswahn. Deutschland soll eine noch effektivere und auf dem Weltmarkt konkurrenzfähigere Wissensgesellschaft werden. Die Wahrheit ist eine andere. Wir können die jungen Menschen nicht mehr unterbringen. Wir wissen nicht, was wir mit denen tun sollen. Deswegen müssen wir sie in die Hochschulen treiben, damit sie sich weiterbilden, andere bilden, die sie bilden und noch jemand bilden und so weiter. Bildung wird zu einer Ersatzbefriedigung für junge Menschen, denen wir eine Lebensperspektive geben müssen. Handwerk gibt es nicht mehr. Gibt es bei Ihnen noch Handwerk? Ja, ich weiß, ein bisschen. Aber die Landwirtschaft nimmt keine Arbeitskräfte mehr auf, weil alles durchautomatisiert ist. Und das ist nur die Vorhut des Problems, das jetzt ansteht. Man kann sich das noch ein bisschen anders anschauen. Über die Entwicklungsstufen der modernen Industrie hinweg konnte man feststellen, dass ein bestimmtes zunehmendes Wirtschaftswachstum eben erforderlich war, um halbwegs sozialpolitisches Ungemach oder Krisenszenarien fernzuhalten. Tatsächlich ist es uns gelungen, bis zum Ende der dritten industriellen Revolution, quasi mit der ökologischen Brechstange, wenn ich so sagen darf, das Wachstum möglich zu machen, das dann also tatsächlich diese Anforderung erfüllte. Aber meine These hier lautet, die ich hier grafisch skizziere, dass wir jetzt durch diese neuen digitalen Innovationen so wachstumsabhängig werden, wie wir es noch niemals waren. Welche Wachstumsraten werden wir jetzt brauchen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern? Gleichzeitig sind wir an Wachstumsgrenzen gekommen, die so relevant sind wie noch nie zuvor. Maximale Wachstumsabhängigkeit trifft auf maximal relevante Wachstumsgrenzen. Das werden wir nicht meistern. Das wird nicht funktionieren. Nun, es gibt natürlich ein paar Schlauberger, die nun sagen, Moment, diese Kurve da unten, die des möglichen Wachstums, kann man eben doch nach oben biegen. Das wäre dann das grüne Wachstum. Also ökologische Wachstumsgrenzen dadurch zu entschärfen, dass man es schafft, die Wirtschaft eben doch größer werden zu lassen, ohne die Ökosphäre zu zerstören und damit es hinzubekommen, Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden. Und damit sind wir eben jetzt bei der Ökologie angelangt, insbesondere beim Klimawandel. Hier habe ich Daten der NASA verwendet. Ich wusste gar nicht, dass sie zu irgendwas nütze sind. Na gut. Hier sehen Sie im Zeitraffer die Veränderung der monatlichen Durchschnittstemperaturen, hervorgerufen eben durch die Industrialisierung des Planeten. Das ist Freeware, das kann man sich so aus dem Netz holen. Ich habe das also nicht selber eingezeichnet. Obwohl, während der Bahnfahrt von Oldenburg nach Zürich hätte ich die Zeit schon gehabt. Alle zivilisierten Regierungen auf diesem Planeten haben sich auf das 2-Grad-Klimaschutzziel verständigt. Alle zivilisierten, die Australier und Amerikaner nicht, aber das ist für mich kein Widerspruch. Das 2-Grad-Klimaschutzziel würde bedeuten, dass wir bei 7,3 Milliarden Menschen pro Kopf und pro Jahr noch 2,5 Tonnen CO2 verursachen dürften. Genauer CO2-Äquivalente. Da hängt der Hammer. Wer das nicht will oder nicht akzeptieren will, da sind wir wieder bei zivilisiert, will entweder keinen Klimaschutz oder keine globale Gerechtigkeit. Denn wer sich von diesem nicht vermehrbaren Kuchen, was die Assimilationskapazität der Biosphäre anbelangt, mehr nimmt, als ihm oder ihr zusteht, tut das notwendigerweise zulasten der Entwicklungsmöglichkeiten anderer Menschen. Das heißt, wer ökologisch über seine Verhältnisse lebt, lebt immer auch sozial über seine Verhältnisse. Nachhaltige Entwicklung, hier beispielhaft festgemacht am Problem des Klimawandels, heißt nicht einfach nur irgendwie ökologische Grenzen zu respektieren, sondern heißt, innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen menschliches Wohlergehen, Demokratie, Freiheit und Verteilungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Alles andere ist nicht darstellbar. Ja? Deswegen dieser Wert. Wir liegen derzeit in der Bundesrepublik Deutschland bei 11 Tonnen. Und ich darf mal annehmen, dass es in der Schweiz nicht viel besser aussieht. Wird ein ähnliches Niveau sein. Nun müssen Sie runter von 11 Tonnen auf 2,5. Und da gibt es Kolleginnen und Kollegen von mir, die sagen, ja, und gleichzeitig kann die Wirtschaft wachsen.
Wissen Sie, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein großes Molkereiunternehmen in Süddeutschland. Ich will den Namen nicht nennen. Machen immer sehr viel Werbung. Und die haben mal eine Werbung gemacht für so einen besonders fettarmen Joghurt. Und haben gesagt, unser Trick ist, friss das Doppelte und nimm ab dabei. Also dagegen ist Alchemie, ja, ist dagegen fast Wissenschaft verglichen damit. Ja. Aber in der Werbung und im Marketing ist alles erlaubt. Und wissen Sie, grünes Wachstum funktioniert genau so. Es ist letzten Endes ein Versprechen, das fast religiösen oder wie ich schon sagte, alchemistischen Charakter hat. Die Wirtschaft soll wachsen und gleichzeitig soll weniger verbraucht werden. Nicht? Gut, also da haben wir jetzt sozusagen diesen Konflikt. Das grüne Wachstum wird in Europa inzwischen, also mindestens in der Bundesrepublik Deutschland, verkörpert eigentlich durch die angeblich so erfolgreiche Energiewende. Und dem stelle ich kritisch gegenüber eben den Entwurf einer Wirtschaft ohne Wachstum. Schauen wir uns diesen wunderbaren Erfolg der deutschen Energiewende mal an. Ich habe jetzt hier Zahlen von 2015, die haben sich aber bis jetzt kaum verändert. Hier sehen wir also den Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Energiewende erstreckt sich auf nichts anderes als den Umbau des Elektrizitätssystems und beruht auf der Hoffnung, man könne bestimmte Dinge, wo man eine ganz andere End- und Nutzenergie verwendet, auch elektrifizieren. Autos zum Beispiel oder Häuser oder was auch immer. Und deswegen geht es hier nur um regenerative Energie. Effizienz, Genügsamkeit spielen in der Debatte in Deutschland kaum eine Rolle. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger beläuft sich noch immer auf weniger als 13%. Das ist das ganze Wunder. Und bei näherem Hinschauen wird es immer kleiner. Der Löwenanteil dieser nicht mal 13%, das könnten jetzt 12,8, 12,9 sein, erstreckt sich auf sogenannte Bioenergie, die diesen Namen gar nicht verdient. Es geht darum, flächendeckend die Bundesrepublik Deutschland zu versteppen, durch den Anbau von Energiepflanzen, meistens Energiemais. Und das wird dann zu einem Substrat für Biogasanlagen. Und wir können nachweisen, dass diese Biogasanlagen klimaschädlich sind, überhaupt nicht beitragen zu einer Entlastung der CO2-Mengen. Wenn Sie das abziehen, und in der Bundesrepublik Deutschland werden die Anlagen so nicht mehr zukünftig gefördert, und es gibt auch keinen Politiker in irgendeinem Parlament, der noch irgendwie wagt, über die Bioenergiestrategie nachzudenken. Biosprit ist auch gescheitert, wissen Sie auch. Wenn man das also abzieht, bleiben im Prinzip als Hoffnungsträger dieser technizistischen Vision nur noch Wind und Sonne übrig. Und da sind die Deutschen wirklich stark. Ein Mensch, der vor 20 Jahren das letzte Mal die Bundesrepublik Deutschland bereist hat, nun zurückkehrt, erkennt manche Bundesländer nicht wieder, weil alles nachindustrialisiert ist, was an vorangegangenen Landschaften oder an Naturarealen noch da war. Wunderbar. Oder auch nicht. Und was hat es gebracht? Der Anteil der Windenergie an der Primärenergiebedarfsmenge beläuft sich im Jahresdurchschnitt auf sage und schreibe 2,4%, nicht mehr. Und das Ende der Fahnenstange ist erreicht, weil die Filetstücke in Deutschland, ich meine damit die Landschaftsbestandteile, wo man ohne einen Bürgerkrieg auszulösen noch eine Anlage aufbauen kann, die sind vergeben. Jetzt fängt der Kampf an, ja? Und bei der Photovoltaik liegen wir bei 1%. Damit wir uns recht verstehen, ich bin ein eiserner Befürworter der Nutzung regenerativer Energieträger. Es gibt überhaupt keine Alternative. Der Ausstieg aus der Atomenergie, aus der Braunkohle, aus der Steinkohle und natürlich auch aus der Petrochemie und natürlich auch den Mineralölbranchen ist absolut unabdingbar. Sonst brauchen wir nicht über nachhaltige Entwicklung reden. Nur, es ist ein Irrglaube, und das wäre die Vision des grünen Wachstums, zu meinen, man könne sozusagen diese atomare und fossile Energie einfach auswechseln durch eine andere Technologie und bingo, es geht weiter. Das geht nicht. Man kann mit der Basis der regenerativen Energieträger nur einen Bruchteil, zumal innerhalb ökologischer Grenzen, nur einen Bruchteil der Energie erzeugen. Das heißt, das Wirtschaftssystem muss sich anpassen an das, was die begrenzten technischen Möglichkeiten imstande zu leisten sind. Das ist der Punkt und nicht etwa hier eine Rede gegen die regenerativen Energieträger. Die technischen Probleme sind in Deutschland komplett ungelöst. Die beste Windturbine,
ja, mit 5 MW Nennleistung Marke Enercon ist nicht mehr wert als das Übertragungsnetz, das Sie haben, um den Strom dahin zu bringen, wo er hingehört. Ist nicht mehr wert als die Speicherkapazität. Wir haben keine Speicherkapazitäten. Die wird es auch nicht geben können in den nächsten Jahren, weil die Forschung auf der Stelle tritt. Und selbst da, wo wir gute Prototypen haben, stellen wir fest, diese Prototypen sind sauteuer. Die Installation ist aufwendig, rechtlich und ökologisch. Und wir haben auch in der Bundesrepublik Deutschland einen immensen Widerstand gegen den weiteren Ausbau der Pumpspeicherkraftwerke und so weiter und so fort. Also da gibt es auch viele ungelöste technische Probleme. Ein Buch dazu, das ich Ihnen empfehlen kann, ist von Georg Etscheid. Das ist die Generalabrechnung mit dem Musterschüler im Klimaschutz aus deutschen Landen. Trotzdem wird hier nicht die Position vertreten, dass es eine Alternative zur Energiewende gibt. Aber Energiewende heißt Wachstumswende. Das ist der Punkt. Wie funktioniert Klimaschutz? Man kann das schon an den Verläufen der CO2-Emissionen, die aus der Energieproduktion stammen, in der Bundesrepublik Deutschland sehen. Hier sehen Sie abgetragen die CO2-Mengen, und zwar in Millionen Tonnen. Das sind also 100 Millionen Tonnen und da oben eine Milliarde. Da standen wir mal. Und dann gingen tatsächlich die CO2-Emissionen etwas zurück. Durch technischen Fortschritt? Nein. Das ist der Honecker-Degrowth-Effekt. Erich Honecker hat ein hochemittierendes Wirtschaftssystem gegen die Wand geballert, die DDR ist zusammengebrochen und da wurden tatsächlich Entlastungseffekte über ungefähr 10 Jahre hinweg erreicht. Das ist aber keine Energiewende, sondern das ist eigentlich eher Wasser auf die Mühlen der Wachstumskritiker. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann wird die Ökosphäre entlastet und dann die heute ja schon zitierten Lehman Brothers. Schauen Sie diese Delle da, die nun wirklich ein Erfolg darstellt im bundesdeutschen Klimaschutz. Hat nichts zu tun mit Windkraftanlagen, sondern mit einer Finanzkrise. Und die Lehman Brothers, ja, sind nicht mal dafür nach Deutschland geflogen, um das auszulösen. Ja. Dann haben wir starke Schwankungen und für 2016 haben wir wieder einen Anstieg der CO2-Emissionen der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir diese Entlastungseffekte teilweise hier in dieser Zeit noch näher anschauen, stellen wir ebenfalls fest, das sind teilweise auch nicht nur Erfolge in der Energieproduktion, sondern in der Abfallwirtschaft. Da haben wir einige Erfolge erzielt. Also, wie gesagt, so geht's nicht. Und vor allem, die deutsche Energiewende kennt überhaupt keine Antwort auf das Verkehrsproblem, das wir haben. Die Energiewende ist eine Religion und ein Beruhigungsmittel zugleich, in dem in Deutschland jede Aufmerksamkeit und jedes Engagement, ja, gelenkt wird auf die regenerativen Energieträger, bleibt alles andere schön aus dem Wahrnehmungsbereich, was eigentlich auch verändert werden müsste. Das hier ist eine Animation, die kommt aus dieser Stadt. Ein junger Wissenschaftler der ETH Zürich hat hier mal diesen, ich nenne ihn so, Flugsimulator erstellt, wo man mal erkennen kann, wie sich der globale Flugverkehr entwickelt hat. Und das hier ist also ein Zeitraffer der Flugverkehr an einem Tag auf diesem Planeten. Warum zeige ich Ihnen das? Weil ich glaube, dass direkt und indirekt die globale Mobilität das größte Nachhaltigkeitsproblem ist. Nicht nur, weil direkt Flugzeuge, weil es das Klimaschädlichste, was man tun kann, so viel Schaden anrichten, sondern weil auch indirekt über die Nichtsesshaftigkeit überhaupt erst Konsummuster und Industriemuster entwickelt werden, die das Gegenteil von Nachhaltigkeit darstellen. Aber zum direkten Effekt. Wenn ein Mensch nur 2,5 Tonnen CO2 hat, dann bedeutet das, dass eine einzige Flugreise nach New York diesen Korridor schon sprengt. Und den Rekord haben Sie, wenn Sie Ihr Kind als Belohnung dafür, dass ein Abitur bestanden wurde, so läuft das zumindest in meinem Land, jetzt nach Neuseeland schicken. 14,5 Tonnen. Wenn ein Mensch 80 Jahre alt wird, stehen ihm nach Maßgabe des 2-Grad-Klimaschutzziels in diesen 80 Jahren 200 Tonnen CO2 zu. 200 Kilo ist ein bisschen wenig. Wie viele Flugreisen brauchen Sie, um dieses Budget zu verballern? Mir begegnen auf dem Campus der Hochschule, wo ich lehre, junge Menschen, die noch keine 30 sind, die ihr Budget schon verflogen haben, die mehr CO2 mit 25 erzeugt haben durch globale Mobilität als meine Großeltern, meine Eltern jeweils in ihrem Leben und in der Summe zusammen. Ja? Und ein Phänomen, das ich sehr wichtig finde, darüber habe ich auch einiges publiziert, ist Folgendes. Das, was ich unter ökologischem Versteckspiel verstehe.
Mit der Bildung steigt das Umweltbewusstsein. Aber mit der Bildung steigt auch das Einkommen und sozusagen die weltwärts gerichtete Lebensführung vieler Menschen. Je ausgeprägter das Umweltbewusstsein ist, desto mehr kognitive Dissonanz, desto mehr Gewissensbisse haben Menschen, wenn sie wissen, dass sie einen ökologisch ruinösen Lebensstil pflegen. Wenn sie den nicht abschaffen wollen, brauchen sie eine Therapie. Wir nennen das in Deutschland die Bionadetherapie. Also Menschen, die viel in Flugzeugen sitzen und Autos fahren mit solchen Rädern. SUV, Silly Useless Vehicle, übersetzt man das teilweise. Okay, statt Sport Utility Vehicle und so weiter. Diese Menschen werden in Deutschland immer in den Ökosupermärkten gesehen. Am besten jeden Tag, um sich zu präsentieren als Weltverbesserer. Diese Menschen bauen sich Passivhäuser, immer mit einem Pultdach, damit man schon von Weitem die Charakteristik der Weltrettung erkennen kann, weil Pultdächer eben früher für Passivhäuser standen. Diese Menschen trennen Müll. Sie entfernen von dem Kronkorken einer Bionadeflasche noch die Kunststoffbeschichtung. Ja? Als wenn das irgendetwas bringt. Das Ganze ist eine symbolische Kompensation. Auf diese Weise kann man erkennen, dass ökologische Produkte unter Umständen oder auch Technologien nicht nur nicht helfen, sondern die Situation verschlimmern. Das heißt, wenn ich so etwas wie eine moralische Waage als Metapher zugrunde lege, dergestalt, dass Menschen nicht nur Geld, also Franken und Euro saldieren, sondern auch gute und schlechte Taten. Ja? Dann ist es so, dass wenn ich viel Bionade, Mülltrennung, PV-Anlagen und Ökostrom in die eine Waage lege, kann ich in die andere umso mehr Quadratmeter Wohnfläche, Digitalisierung und Flugreisen legen. Das heißt, je mehr grüne Produktion wir haben, desto mehr können wir an nicht grüner Lebensführung kompensieren. Das ist das große Problem. Ja, und dabei kann dann herauskommen, dass ausgerechnet da, wo immer am lautesten von Nachhaltigkeit gesprochen und gerufen wird, ja, wo die Gebildeten, wo die Umweltbewussten anzutreffen sind, dass ausgerechnet da die regelrechten Orgien der ökologischen Zerstörung stattfinden. Ja. Dieses Buch hier möchte ich Ihnen empfehlen von einem Kollegen aus der Philosophie, Kritik der symbolischen Vernunft. Der ist mir neulich begegnet und hat auch was von mir gelesen und meinte, er habe ein Traktat verfasst über genau dieses Phänomen und das aus einer philosophischen Sicht. Und dieses Buch ist ein ganz, ganz neues Werk von Christiane Laudage zum Ablasshandel. Um nichts anderes geht es. Wir können davon ausgehen, und hier zeige ich Ihnen eine kleine Empirie dazu, dass wenn wir über die Parteien hinweg das durchschnittliche Umweltbewusstsein der Menschen betrachten, dass es eine Partei in Deutschland gibt, die selbstverständlich, sie wurde 1980 aus diesem und keinem anderen Grund gegründet, dass diese Partei natürlich oben auf ist. Es ist gut, dass es sich heute viele Menschen leisten können zu fliegen. Da sind die Umweltschützer, die finden das nur zu 48% gut. Ich bin in den letzten 12 Monaten geflogen. Und ich bin noch nie geflogen. Das ist kein Grün-Bashing, obwohl hier in Zürich kann ich das ja gut machen. In Deutschland könnte ich ja vielleicht gesteinigt werden dafür. Aber so viel Mut, ich bin eigentlich ein Hasenherz, aber so viel Mut habe ich gerade, dass ich das in Deutschland auch noch zeige. Und gut, okay. Also grünes Wachstum funktioniert aus vielen Gründen nicht. Ich habe Ihnen jetzt nichts erzählt über Rebound-Effekte, eins meiner Spezialgebiete, weil dann würde es wirklich 4 Stunden dauern. Also die Gründe dafür, weshalb grünes Wachstum nicht funktioniert, sind viel umfangreicher. Ich möchte also jetzt zum vorletzten oder letzten Punkt kommen, nämlich zur Postwachstumsökonomie, also zur Beantwortung der Frage, was ist denn nun die Lösung, wie sieht eine Wirtschaft ohne Wachstum aus, wenn wir also einsehen, dass also grünes, qualitatives oder dekarbonisiertes Wachstum so nicht funktioniert. Was wir brauchen sind, und das ist jetzt eine sehr vereinfachte, fast skizzenhafte Darstellung, was wir brauchen, das sind zwei miteinander verzahnte Reduktionsstrategien. Die eine betrifft die Nachfrageseite und die andere die Angebotsseite. Das ist immer so die Arithmetik der Ökonomen. Ne? Okay, fangen wir mal mit der Nachfrageseite an. Hier geht es um die Suffizienz. Das ist ein kulturelles Projekt, ein Projekt der Entrümpelung einer Gesellschaft. Wissen Sie, das Credo des modernen Zeitalters lautet doch immer nur Steigerung. Was kann man einem einzelnen Subjekt noch an Freiheiten, noch an Eigentum, noch an Erlebniswelten, noch an Prestige, noch an Selbstverwirklichung irgendwie gewähren, um Fortschritt zu zelebrieren? Wie wäre es, wenn wir die Umkehrfrage stellen? Von was können wir uns frei machen?
Was können wir als Ballast abwerfen, um besser zu leben? Menschen, die drohen, unter einer Lawine der Selbstverwirklichung regelrecht zu ersaufen, verzichten nicht, sondern befreien sich von Überfluss, wenn sie weniger anfangen mit ihrem Geld, mit den Ressourcen und mit den Möglichkeiten, die die Industrie gewährt. Daraus folgt eigentlich, dass es zwei Logiken der Suffizienz gibt. Es gibt selbstverständlich, man könnte fast sagen, eine ethische Logik. Wenn es nicht klappt, durch technischen Fortschritt, durch ökologische Produkte, durch ökologische Infrastrukturen, das wirtschaftliche Wachstum von ökologischen Schäden zu entkoppeln, dann ist es eine fast schon zwingend mathematische Konsequenz, dass nur der Rückbau, nur die Reduktion weiterhilft. Das heißt, je weiter wir uns entfernen von einem materiellen Existenzminimum, desto mehr Einsparnotwendigkeiten, Reduktionsnotwendigkeiten müssen wir verorten in unserem Leben. Diese Reduktion also, die Notwendigkeit der Reduktion steigt mit dem durchschnittlichen Niveau an materieller Versorgung. Es gibt aber eine zweite Logik, die dieselbe Kontur hat. Je reicher wir werden, desto reizüberfluteter sind wir. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibung in einem Jahrzehnt, nämlich von 2000 bis 2010, verdoppelt worden. In genau diesem Jahrzehnt hat der Pro-Kopf-Wohlstand auch in der Mobilität und Digitalisierung zugenommen wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Das heißt, uns tut dieser Wohlstand möglicherweise gar nicht gut. Auch das Burnout-Syndrom, Aufmerksamkeitsdefizitsphänomene vieles andere, was also symptomatischen Charakter dafür hat, dass es den Menschen psychisch nicht gut geht, schlägt immer mehr zu Buche. Ganze Diskurse toben sich aus. Ja? Und der Rückgang sozusagen dieser Reizüberflutung, dieser Überforderung, dieser Erschöpfung, ja, ist gleichbedeutend mit einer Postwachstumsstrategie. Das heißt, wir leben psychisch über unsere Verhältnisse. Je weiter wir uns nach oben bewegen, ausgehend von einem materiellen Existenzminimum, desto mehr tut es uns gut zu reduzieren. Aber bitte, Reduktion heißt nicht, irgendwie das Mittelalter zu erreichen, sondern es geht um das menschliche Maß, ein Begriff, den Leopold Kohr und Ernst Friedrich Schumacher geprägt haben. Und sie haben gesagt, das menschliche Maß ist nicht nur das ethische Maß, wo sind die ökologischen Grenzen, was dürfen wir, sondern es geht um die Frage, was tut uns überhaupt noch gut. Die Kunst des genussvollen Konsumierens bedeutet aus ökonomischer Sicht, die knappe Zeit, die wir nur haben, rational, nämlich effizient zu verwenden. Das Problem ist, dass alles, was wir mit uns anfangen und was konsumförmig ist, irgendwie Zeit und Aufmerksamkeit beansprucht. Und das ist die knappste Ressource. Ich bin nicht mal in der Lage, einen Schluck Wasser zu trinken, ohne Zeit dafür zu verbrauchen. Weil die Zeit einer Verwendungskonkurrenz ausgesetzt ist. Ich kann eben nicht gleichzeitig trinken und mit ihnen sprechen. Ich kann auch nicht gleichzeitig auf einem Screen ein Fußballspiel beobachten, HSV gegen Werder Bremen. Schrecklich. Für den HSV, nicht für die Bremer. Ich bin natürlich auf Seiten der Bremer. Okay. Und zur selben Zeit irgendwie im Biergarten sitzen oder ein Rendezvous haben oder sowas. Ja? Der Mensch kann nicht mehr als zwei Dinge gleichzeitig intentional und kognitiv verarbeitend vollziehen. Und weil das so ist, haben wir das Problem, dass wenn wir immer reicher werden, dass wir dann sozusagen zwar rechnerisch immer mehr haben, aber innerlich ausbrennen. Weil die vielen Zeiträuber sozusagen, die zwischen den ganzen Konsumgütern lauern, die selber Konsumgüter sind, dazu führen, dass die einzelnen Konsumgüter entwertet werden, weil wir ihnen nicht genug Zeit geben. Wenn Sie das Zeitquantum, das einem Menschen zur Verfügung steht, pro Tag, also 24 Stunden abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Kinder erziehen, arbeiten oder Vorträge hören und so weiter, wenn Sie dieses Zeitbudget auf immer mehr Aktivitäten verteilen, folgt daraus mathematisch, dass Sie pro Aktivität immer weniger Zeit haben. Und dann kommen Sie an einen Punkt, wo Sie die minimale Zeit nicht mehr verfügbar haben, die Sie brauchen, um ein Produkt oder ein Genussmittel oder ein Event so auszuschöpfen, dass eine Steigerung Ihres Wohlbefindens daraus erwächst. Der Umkehrschluss ist rein ökonomischer Natur. Die nicht vermehrbare Zeitressource auf weniger Dinge zu verteilen, damit diese wenigen Dinge
die Zeit bekommen, die sie brauchen, um bei ihnen etwas zu bewirken. Das ist Suffizienz und nicht Verzicht. Und da gibt es eine Schnittmenge. Das, was uns gut tut nach der jetzt gerade von mir skizzierten zeitökonomischen Logik, ist zufälligerweise auch das, was der Ökosphäre gut tut. So, jetzt kommt der letzte Akt. Dann komme ich vielleicht mit den 60 Minuten, die mir freundlicherweise zugestanden wurden, auch aus. Das passt ja gerade zur Zeitökonomik. Die Angebotsseite. Wie sehr die kleiner gewordene Produktionsseite einer Postwachstumsökonomie aus? Um das zu erklären, muss ich zunächst einmal da ansetzen, wo wir unterschiedliche Versorgungssysteme voneinander unterscheiden können. Das wichtigste und omnipräsent gewordene Versorgungssystem habe ich heute schon grob charakterisiert, als ich über die vier industriellen Revolutionen sprach. Das ist die industrialisierte, globalisierte, ja, Wertschöpfungsarchitektur, die eben nicht nur auf Technisierung, sondern eben auch auf global entgrenzter Spezialisierung aller daran beteiligten Arbeitsstationen beruht. Dieses Modell ist unrettbar in seiner jetzigen Größe. Ohne Industrie geht es nicht. Nicht in der Schweiz, nicht in Deutschland und zukünftig auch nicht in Kenia. Das ist gar keine Frage. Nur die Frage ist, wie groß muss die Industrie sein? Können wir sie kleiner werden lassen? Das wäre ja ein Schrumpfungsprozess. Und wie können wir diesen Schrumpfungsprozess so gestalten, dass die Menschen das aushalten? Nun, um die Frage zu beantworten, muss ich jetzt die beiden nächsten Versorgungssysteme kurz ansprechen, nämlich die Regionalökonomie. Die Regionalökonomie ist eine Alternative zur globalen und ökologisch ruinösen Industrieversorgung. Warum? Erstens, weil die Regionalökonomie einen geringeren geografischen Aktionsradius hat. Zweitens, weil sie darauf beruht, nicht so stark zu spezialisieren, also mehr Handwerk, Arbeitskraft anstelle von Technik benötigt. Und weil die Regionalökonomie, das ist mir noch wichtiger, prädestiniert ist dafür, Industrieproduktion produktionslos zu ersetzen. Stellen Sie sich vor, hier in Zürich gäbe es ein Netzwerk bestehend aus Unternehmungen, die sich spezialisiert haben darauf, IT-Endgeräte so aufzuarbeiten, zu reparieren, instand zu halten, zu pflegen, abzudaten, abzugraden oder über Remanufacturing, Rebuilding wieder nutzbar zu machen. Es gibt ja eine Schweizer Firma, die da ganz stark ist, Revendo. Und ich weiß, Toni, wenn es so ein Netzwerk jemals hier gäbe, würdest du wahrscheinlich derjenige sein, der das ins Leben gerufen hat. Also das kommt alles noch. Okay, aber dieses Netzwerk würde über solche Maßnahmen, ohne eigene Geräte produzieren zu müssen, dafür sorgen, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer der IT-Endgeräte in Zürich und Umgebung verdoppelt wird. Verdoppelte Nutzungsdauer heißt halber Verbrauch. Das ist gemeint, ja, wenn ich von Deindustrialisierung rede. Ein anderes Beispiel. Brauche ich einen eigenen Rasenmäher, einen eigenen Akkuschrauber, ein eigenes Auto? Natürlich nicht. In der Regionalökonomie lassen sich wunderbar Geschäftsfelder kreieren, die darauf beruhen, die Nutzungsintensität durch eben Gemeinschaftsnutzung zu steigern. Wenn sich vier Leute einen Kühlschrank, eine Digitalkamera und einen Winkelschleifer teilen und dieses Beispiel hinreichend oft vervielfältigt wird, wird damit der Bedarf an Produktion dieser innovativen Geräte geviertelt. Das ist nicht wenig. Und niemand verzichtet auf die innovativen Konsumfunktionen dieser Objekte. Das ist mir wichtig. Und das kann die Regionalökonomie. Aber nicht nur die Regionalökonomie. Das können wir sogar selbst. Und damit sind wir beim letzten Punkt meines Vortrags angelangt, nämlich bei der Subsistenz. Subsistenz können Sie übersetzen mit Eigenarbeit, selber machen, Selbstversorgung. Sie können es auch übersetzen mit handwerklich wieder aktiv werden. Ja? Und wenn wir, nur mal angenommen, die globale Industrie um die Hälfte reduzieren, dafür aber diese beiden anderen Sektoren entsprechend ausbauen, dann können wir eine Balance herstellen zwischen diesen drei Systemen, die uns dazu befähigt, die Wirtschaft nicht nur kleiner werden zu lassen, sondern eine tolle Party draus zu machen. Wir sind entschlackt, wir sind nicht mehr reizüberflutet. Wir sind vor allem souveräner, wir sind auch krisenstabiler. Weil nämlich das, was in diesen beiden anderen Sektoren stattfindet, da stattfindet, wo wir Kontrolle haben,
wo wir selber unsere Kompetenzen und die regional verfügbaren Ressourcen in die Waagschale legen. Da können uns die Lehman Brothers kreuz und quer, die können uns nichts anhaben, weil die Regionalökonomie und die Subsistenzökonomie erstens weniger Geld abhängig ist und, ich sagte es bereits, darauf beruht, dass wir selber diese Ökonomie gestalten. Der Rückbau also dieses ersten Sektors und der Aufbau der beiden anderen Sektoren, um dann sozusagen diesen Rückgang zu kompensieren, wäre die Transformation, die man kleinschrittig, sozial abgefedert, langsam aber sicher beginnen müsste. Eine Konsequenz wäre, dass wir Vollbeschäftigung, ein Ziel, das für mich nicht verhandelbar ist, nicht nur, weil es um die Einkommensbeschaffung der Menschen geht, die arbeiten können, wollen oder müssen, sondern weil es auch um die Würde des Menschen geht. In einer modernen Gesellschaft glaube ich, dass es für Leute entwürdigend ist, wenn sie ausgesondert oder ausgegliedert werden aus dem Prozess der gesellschaftlichen Leistungserstellung. Deswegen ist für mich als Ökonom Vollbeschäftigung total wichtig. Aber wissen Sie, es heißt ja, der Mensch muss 40 Stunden arbeiten. Nochmal zurück zu Karl Marx. Ich habe mal in dem Kapital, das hat ja nun 4000 Seiten, mal nachgeblättert. Dann habe ich bei Adam Smith, The Wealth of Nations, nachgeblättert. Dann habe ich in der Bibel geguckt. Und dann habe ich noch in der Enzyklika Laudato Si vom Papst nachgeguckt, um die verdammte Stelle zu finden, wo steht, dass der Mensch 40 Stunden arbeiten muss. Und ich sage Ihnen was. Ich habe diese Stelle nicht gefunden. Ja? Es gibt sie nicht. Das ermutigt mich, Ihnen mitzuteilen, dass Vollbeschäftigung auf einer 30, 25 oder 20-Stunden-Woche offenbar kein Verbrechen ist. Und das wäre genau die Konsequenz, wenn wir sozusagen diese Transformation vollführen, dass wir dann die in der Tat verringerte, monetär entgoltene Arbeitszeit so verteilen müssen, dass alle Menschen Anteil haben an der gesellschaftlichen Leistungsproduktion, aber eben nicht mehr auf 40-Stunden-Basis. Und das führt jetzt zur letzten Folie, nämlich, dass wir 20 Stunden an marktfreier Zeit haben. Das ist ein Schatz, ein Reichtum. Das ist ein Segen, der uns durchatmen lässt, weil wir dann ein anderes Kulturmodell und gleichzeitig ein anderes Ökonomiemodell beginnen können. Das hier ist jetzt die Projektion auf die Zukunft. Das ist Zürich im Jahre 2065 vielleicht. Die Wirtschaft ist um die Hälfte geschrumpft. Entweder weil wir es freiwillig hinbekommen haben oder weil die nächsten Ressourcen- oder Finanzkrisen den Weg gebahnt haben. Ich bin für den ersten Entwurf, weil es nicht so wehtut. Aber gut, eine Person, die in diesem Zeitalter lebt, heißt nicht mehr Konsument oder Konsumentin, sondern Prosumenten oder Prosument. Das ist ein Wort, das nicht von mir stammt, sondern von Alvin Toffler, einem sogenannten Zukunftsforscher, der in seinem Buch The Third Wave 1980 prognostiziert hat, dass die Industrie sich verändern wird, dass die Menschen wieder danach streben, Autonomie zu gewinnen. Übrigens, Ernst Friedrich Schumacher hat in seinem legendären Buch Small is Beautiful geschrieben, es geht bei der Versorgung der Zukunft darum, einen Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion hinzukriegen. Fröhlich, friedlich, selbstverständlich, immer pazifistisch. Prosumenten machen nun Folgendes. Sie arbeiten 20 Stunden im Lebenszeitdurchschnitt. Das ist kein Korsett oder kein Rasenmäherprinzip. Dieses Geld muss reichen, um das zu kaufen, was man nur für Geld bekommen kann. Die anderen 20 Stunden werden verwendet, um ergänzend, nur ergänzend, nicht komplett substituierend, um ergänzend zu diesem geringer gewordenen Einkommen in Euro oder Franken eigene Leistung zu vollführen. Und das auch nicht nach dem Robinson-Crusoe-Prinzip, sondern immer noch arbeitsteilig. Prosumenten sind Leute, die sich in Gruppen zusammenfinden von 20 oder 50 Personen und die sich spezialisieren auf einzelne Selbstversorgungsleistungen. Ein Mensch in meiner Nachbarschaft hat einen Garten und er versorgt nicht nur sich selbst, sondern drei andere Nachbarn. Von diesen drei anderen Nachbarn gibt es jemanden, der kann total gut mit Holz umgehen, der sozusagen Möbel repariert, Nutzungsdauerverlängerung. Ein anderer dieser Nachbarn hat eine Waschmaschine und sagt zu den anderen, hey, seid doch nicht dumm, nutzt meine Waschmaschine und spart euer Geld und kauft euch nicht eine eigene. So werden Dinge getauscht und zwar nicht nur im Sinne von Produktion, auch im Sinne des Zugangs zu modernen Dingen, die man dann nicht mehr kaufen muss. Alles, was uns weniger geldabhängig werden lässt, macht uns fähig, in einer Welt ohne Wachstum leben zu können. Und marktfreie Zeit
handwerkliche Kompetenz und die jetzt gerade von mir beschriebenen sozialen Netze sind die drei Produktionsfaktoren, die man braucht, um parallel zur kleiner gewordenen Industrie, also ergänzend, eigene Leistung zu erbringen. Wir könnten auch sagen, wir veredeln die kleiner gewordene Industrieproduktion, indem wir aus den Dingen mehr rausholen. Wir teilen die Dinge und wir lassen sie länger leben. Wir verschönern sie, wir optimieren sie, wir renovieren sie, wir optimieren sie teilweise. Und das machen wir alleine ohne Geld und ohne viel Technik, indem wir handwerkliche Kompetenzen, Zeit und die Arbeitsteilung in den Prosumentennetzen nutzen. Dinge selber produzieren, gemeinschaftlich nutzen, ich sagte es bereits, Dinge lange verwenden und dabei zu erleben, dass es noch einen vierten Output gibt, nämlich mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr Solidarität, weniger Stress. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke vielmals. Es gäbe natürlich jetzt vieles zu sagen, also vor allem auf einem Gebiet, das würde mich sehr interessieren, wo ich in einem bestimmten Widerspruch bin zu dir, weil ich hatte das Gefühl, wir könnten unseren Fußabdruck, mindestens in der Schweiz, könnten wir von diesen 3 bis 4 Erden auf eine Erde reduzieren. Also die Energie spielt ja da eine wichtige Rolle, weil sie etwa 2/3 des Fußabdrucks macht. Aber das wäre jetzt eine Diskussion zwischen uns zwei. Und das will ich jetzt nicht zusammenreißen. Aber ich würde es sehr gerne einmal mit dir ausfechten, zu einem anderen Anlass. So, jetzt sind Ihre Fragen sind gefragt. Fragen, Kommentare. Vielleicht nicht zu lang, dass möglichst viele Leute etwas sagen können. Ja. Ich bin mit sehr vielem einverstanden, was Sie gesagt haben. Ich habe den Eindruck, das tönt auch sehr idealistisch. Ich habe ganz große Zweifel, dass wir das schaffen. Was denken Sie? Sie haben das von den Antidepressiva gesagt. Es geht uns viel schlechter. Wir nehmen Medikamente dazu, das zu ändern. Ich habe das Gefühl, erst wenn unser Leidensdruck so groß ist, dass wir es nicht mehr aushalten, ändern wir etwas. Das Zweite ist noch ganz kurz. Wer von uns arbeitet 20 Stunden in der Woche hier in diesem Saal? Wer von uns macht einen Teil von dem? Ich denke, Sie nicht, Toni nicht. Okay, ich glaube nicht, dass das, was ich Ihnen dargelegt habe, wirklich idealistisch ist. Erstens deshalb nicht, weil solche Lebensmodelle schon existieren, auch wenn sie im Moment natürlich kein Mehrheitsphänomen sind. Und die vielen einzelnen Praktiken, die dazu zählen, die ich heute aus Zeitgründen hier nicht aufzählen kann, sich komplett aus dem Fundus des bereits Vorhandenen speisen. Also ich bin kein Science-Fiction-Fan, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche. Während meine Kollegenschaft aus der Technik, aus den Wirtschaftswissenschaften, das sind für mich Idealisten. Die erzählen der Bevölkerung, dann und dann und dann wird das und das so entwickelt sein, dass das und das Problem gelöst ist. Das sind ungedeckte Schecks, das sind Märchen. Während ich mich in meinem Entwurf ausschließlich kapriziere auf Dinge, die entweder längst existieren oder auch schon existiert haben. Oft sind es die älteren Semester, die sich melden, Moment mal, manches davon kannten wir mal, haben es aber, weil es nicht modern erschien, zurückgedrängt. Und das ist der eine Punkt. Und dann natürlich, was Sie gesagt haben, das mit den 20 Stunden. Naja, also es ist schon so, dass in Europa viele Menschen dazu übergehen, Teilzeit umzusetzen. Aber auch das ist vielleicht noch keine Mehrheitsbewegung. In einem Punkt würde ich Ihnen nämlich zustimmen. Es könnte sein, dass wenn der Leidensdruck stärker wird, ja, dass dann auch die Bereitschaft da ist, Anpassung vorzunehmen. Dumm wäre es nur, wenn der Leidensdruck da ist und wir haben keine Entwürfe, wir haben keine Erfahrung, wir haben keine Kopiervorlagen für das, was wir dann beherrschen müssen, dann befürchte ich, werden Gewalt und Radikalisierung mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als Reaktion darauf erscheinen, als wenn man dann das Ganze auffangen kann. Deswegen stehe ich hier. Das Mikrofon ist
Danke. Ich habe zwei Fragen. Eine ist bei den ökologischen Grenzen. Haben Sie da bewusst die Landwirtschaft nicht erwähnt? Ich glaube, die wäre mindestens so wichtig wie die Mobilität, die auch zu erwähnen. Aber natürlich hat es nicht Zeit für alles in so einem Vortrag. Und die zweite wäre auch die Transformation. Da würde mich sehr interessieren, was Sie vom Grundeinkommen halten. Also diese Idee, dass wir hier quasi etwas ganz neu probieren und auch mit einer positiven Vision Leute gewinnen können, statt dass der Leidensdruck so groß werden muss, dass wir irgendwann mal einfach quasi angekrochen kommen. Ja, Sie haben vollkommen recht, die Landwirtschaft ist ein riesiges Problem und ich darf Ihnen sagen, in der Bundesrepublik Deutschland ein viel, viel größeres als hier etwa in der Schweiz oder auch in Österreich. Das liegt einfach an dem Relief. Sie sind gesegnet, Sie sind ja sowieso gesegnet in der Schweiz, weil Sie eines der schönsten Länder sind, das ist ja klar. Aber eine weitere Charakteristik Ihres Landes ist eben, dass man diese Intensivlandwirtschaft, die man so im Flachen machen kann, hier gar nicht so übertragen kann. Aber in der Bundesrepublik müsste man, wenn man konsequent wäre, wirklich, wie Sie das sagen, gerade von der Landwirtschaft sprechen. Es ist einfach grauenvoll, was da geschieht. Gleich bei mir um die Ecke soll jetzt ein neuer Geflügelmaststall für 30.000 Hühner entstehen, wo wir jetzt versuchen, Kräfte zu bündeln, um das zu verhindern. Völlig klar. Also ich habe wirklich nur den Klimaschutz hergenommen und dann nur selektiv die Probleme benannt. Sie haben recht, das war nicht vollständig. Das bedingungslose Grundeinkommen halte ich für keinen guten Vorschlag, weil es keine Alternative zum derzeitigen Modell darstellt. Es ist eingebettet in die Logik der Industrieversorgung, deswegen brauche ich ja dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und es entkoppelt die Ansprüche eines Menschen von der Befähigung oder auch dem Willen, diese Ansprüche auch sozusagen durch eine Gegenleistung zu unterfüttern. Und diese Entkopplung ist nicht durchhaltbar. Die lässt auch keine Stabilität in sozialen Systemen zu. Trotzdem, wenn ich die Wahl habe zwischen der jetzigen Praxis in modernen Gesellschaften, der Postwachstumsökonomie und diesem Vorschlag, würde ich immer sagen, Postwachstumsökonomie, also lieber eine Umverteilung der Arbeitszeit. Wenn aber dieser Vorschlag gar nicht existent wäre, ich mich entscheiden müsste zwischen einem bedingungslosen Grundeinkommen als Entwurf der Organisation von Ökonomie und Gesellschaft und dem derzeitigen, was wir machen, dann wäre mir das bedingungslose Grundeinkommen immer noch lieber als Business as usual. Danke. Gerade zur Suffizienz, ebenso wie zum bedingungslosen Grundeinkommen, gehört absolut die Aufklärung der Leute, der Menschen, ihre Besinnung in Freiheit auf ihre eigentlichen Anliegen, auf ihre Fähigkeiten und die Befreiung von dem Vorurteil, dass wir immer allen sagen müssen, was sie sollen. Aber wir müssen etwas tun und das geht nur über Aufklärung. Ich begrüße sehr, was Sie hier machen, aber es genügt nicht. Wir müssen das multiplizieren. Und dazu kommt, dass eine andere Seite immer noch von Wachstum abhängig ist und in die Maschinen einbaut eine kürzere Lebensdauer. Wie gehen wir damit um? Ja, vielen herzlichen Dank. Das sind zwei ganz wichtige Punkte. Das Erste, was Sie ansprachen, betrifft die Aufklärung. So sehr ich Ihrer Meinung bin, und auch eigentlich, ich bin ja kein Philosoph, aber unter den wichtigen Philosophen ist Immanuel Kant, den man ja als den Philosophen der Aufklärung schlechthin immer wieder betitelt, was wohl auch gerechtfertigt ist. Das ist bestimmt einer meiner Lieblingsphilosophen. Aber Aufklärung alleine reicht nicht, oder wir müssen über eine Aufklärung 2.0 denken. Wir haben bislang, wenn wir von Aufklärung sprachen oder auch darüber nachdachten, haben wir immer eigentlich ein Kulturmodell der Vermittlung von Aufklärung unterstellt, das auf Symbolen, das auf Sprache oder das auf Mentalitäten beruht. Man glaubt, wenn der Mensch begriffen hat, wenn er genug weiß, dann ist ihm die Kompetenz gegeben, auch aufgeklärt zu handeln. Was ich Ihnen heute gezeigt habe mit den Grünen und dem Ablasshandel, habe ich Ihnen deshalb gezeigt, weil ich eben unter Aufklärung 2.0 verstehe, auch die Disziplin und die vorgeführte glaubwürdige Handlung, also das sind die Ebenen, auf denen Aufklärung betrieben werden muss, weil sonst die Aufklärung in die Irre laufen kann. Die Aufklärung als solche wird schon zu einer Ersatzhandlung und die Natur kennt nicht Spruchblasen, sondern nur Substanzen und Quantitäten. Also ich stelle mir ein Kulturmodell vor, das eher praxiologisch ist. Das heißt, die vorgelebte glaubwürdige Praxis eines
verantwortbaren Lebensstils. Das muss das Kommunikationsinstrument sein, der Aufklärung. Und davon sind wir weggekommen. Alles ist virtualisiert, alles ist als Symbol, als also textuelles oder mentales Kulturmodell, so nennen das die Kulturwissenschaftler, vorhanden, aber keiner setzt es mehr um. Und deswegen bin ich ganz bei Ihnen, aber die Vermittlung von Aufklärung muss etwas Praxeologisches haben, muss regelrecht von Heuchelei und Ablass befreit sein. Und da sind wir in eine Falle gelaufen. Die Obsoleszenz, die Sie ansprachen, also die Vergänglichkeit der Produkte, ist ein riesiges Problem, aber es wird trotzdem überschätzt. Wir haben immer, wenn wir uns die Märkte für Güter anschauen, die Wahl zwischen den weniger vergänglichen und den vergänglichen. Und was uns so reich gemacht hat, ist letzten Endes auch ein Kapazitätsmanagement, ein Qualitätsmanagement in der Industrie, das darauf beruht, die Kosten zu senken, dadurch, dass man eben auf die Langlebigkeit, die Reparabilität, die Modularität und so weiter nicht mehr achtet. Wenn wir Produkte wollen, die langlebiger sind, müssen wir uns eben auch klar machen, dass es diese bessere Welt nicht zum Nulltarif gibt. Das sind dann eben auch die teuren Produkte. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen hier in der Schweiz geht. Bei uns in Deutschland sind die Anbieter dieser etwas teureren und qualitativ hochwertigeren Produkte einfach verschwunden. Weil die, wenn ich so sagen darf, die Gier oder die Verführung, möglichst kurzfristig viel zu bekommen für sein Geld, einfach überhand nahm. In der Textilwirtschaft ist das also omnipräsent. Das gilt aber auch für viele andere Dinge. Und auch hier aber gebe ich Ihnen recht, das ist ein riesiges Problem. Da ist er, der Schuhmacher, der Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion. Wir müssen tatsächlich, ich will jetzt hier keinen Boykottaufruf vom Stapel schieben, aber wir müssen wirklich die Halsstarrigkeit und die Disziplin aufbringen, die Produkte schlicht und ergreifend zu ignorieren, von denen wir wissen können, dass sie eben nicht reparabel sind. Und das kann sehr, sehr hart sein. Wenn es nämlich gar kein Smartphone gibt, das man reparieren kann, würde das in der Konsequenz heißen, ein Grund mehr, kein Smartphone zu haben. Okay, und das ist das Schwierige daran. Gut. Also meine Frage ging eigentlich auch in diese Richtung, diese gelben Seite, diese gelben Punkte dort, da bin ich völlig einverstanden. Aber eben, ich meine, wenn man nur an die Unterhaltungselektronik denkt oder an die Computer, das läuft ja nicht länger als 3 Jahre. Da kann man gar nichts mehr reparieren. Da ist man abhängig von den Produzenten und vielleicht noch Kaffeemaschinen, aber auch dort mit der ganzen Software, die dahinter steckt, frage ich Sie, wie schätzen Sie den Anteil, der da überhaupt noch, ist der überhaupt noch relevant, der da erreichbar ist? Dass man was selber reparieren kann, selber diese, eben die Produkte sind gar nicht mehr auf dem Markt, die länger halten würden und die Waschmaschine zerfällt in allen Teilen gleichzeitig. Also das Problem ist wirklich leicht lösbar, wenn wenigstens, lassen Sie mich mal so ein kleines bisschen im Nebel stochern, wenn 10% der Konsumentinnen und Konsumenten in Europa sich halsstarrig weigern, solche Produkte zu kaufen, weil über das Internet schon vorher, über Produkttests, konnten wir genau wissen, also wir sollten da auch vorsichtig sein und nicht uns da wirklich in Ausreden verlieren, konnten wir immer schon genau wissen, welches die haltbareren oder die reparableren Produkte sind. Es ist für Sie ein Kinderspiel herauszufinden, welche Jeansmarke in Europa, die Sie überall kaufen können, als Service anbietet, dass die Hosen dort repariert werden oder als Service sogar anbieten, Ihnen ein kleines Reparaturkit zu senden, sodass Sie selbst oder der nächste Änderungsschneider so etwas reparieren kann. Auch bei Notebooks wissen wir sehr genau, auch im Automobilbereich sehr genau, wer da sozusagen in Anführungszeichen die Übeltäter sind. Wir könnten in der Ausbildung so vieles verändern, indem wir also auch die handwerklichen Fähigkeiten, die es braucht, um Dinge zu reparieren, um die auch wieder zu steigern. Denn eines muss klar sein, wenn Sie in Deutschland, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse hier sind, einen Experten oder Angestellten eines beliebigen, ja, städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs fragen, was das für Sachen sind, die im Sperrmüll oder in der grauen Mülltonne landen, also wirklich die Konsumgüter, dann kriegen Sie als Antwort, 80% davon ist gar nicht kaputt. Es ist nicht mehr schick oder es ist zu unbequem, etwas zu reparieren, obwohl es reparabel wäre. Das kostet nämlich wieder Zeit, das bedeutet Aufmerksamkeit und ein bisschen Umstände und so weiter in die Waagschale zu legen. Oder es hat einfach ausgedient. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland Menschen, die im Abstand von 10, 15, 20 Jahren ihre komplette Küche, ihr komplettes Mobiliar ersetzen durch etwas Neues.
obwohl an dem alten Mobiliar nichts kaputt ist. Man hat einfach das Geld und man hat sich dann sozusagen neu gekleidet. Man hat dann eine neue Symbolik. Morgen kommt der Chef zu Besuch. Der war vor 10 Jahren das letzte Mal da. Der kann doch nicht wieder auf denselben Stühlen sitzen. Also jetzt ein Klischee. Ja? Also, es hat sehr viel mit unserem Kulturmodell zu tun und nicht nur mit dem eingebauten Verschleiß. Ja? Also, beides ist ein Problem. Ja, auch noch eine Frage, die ein bisschen die Dinge zusammenbringt. Es wurde vom Leidensdruck gesprochen und ob man warten müsse, bis der groß genug sei. Aber mir scheint, er ist längst groß genug und wird vielleicht einfach nicht dem Richtigen zugeordnet. Denken Sie, das ist auch so? Und falls ja, würde die bestmögliche Aufklärung darüber gehen, den Leuten beizubringen, wie sie weniger leiden können? Ja, ja. An dem ist was dran, was Sie da ansprechen. Ich meine, ich habe an einer Stelle, ja, das war auf der Folie vorher, genau diese fast rhetorische Frage an mich selber gestellt. Wie kann ich den Rückbau der Industrie so gestalten, dass es für die Menschen kein Leid ist, sondern vielleicht sogar eine spannende Party? Das, was den Leidensdruck der Menschen generell losgelöst jetzt auch mal von den Möglichkeiten einer Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsökonomie erleichtern oder verringern kann, ist einfach Autonomie. Weniger abhängig sein von Informationen, von Geld, von Technik, von Ressourcen, von Kaufhandlungen, von industriellen Komplexen, von modernen Infrastrukturen. Das heißt, nicht eine Robinson-Crusoe-Lösung, ich habe das ja heute schon mal gesagt, anzustreben, sondern schrittweise es als Erfolg zu feiern, weniger zu brauchen. Souverän ist im 21. Jahrhundert nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Das lässt uns besser schlafen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema Verzichtsangst. Die Menschen haben ja komischerweise mit zunehmendem Reichtum nicht weniger Angst, sondern mehr Angst. Weil mit dem Reichtum die Angst wächst, mitwächst als Preis für den Reichtum. Je mehr jemand hat, desto mehr kann jemand verlieren und desto mehr potenzielle Verzichts- oder Verlustangst ist der Wegbegleiter inmitten des Wohlstandes. Je souveräner jemand ist im Sinne von Unabhängigkeit, desto weniger Angst muss man vor der nächsten Krise haben. Desto weniger Angst muss man davor haben, seinen Job zu verlieren oder mit weniger Geld auszukommen. Das wäre die sparsame, bescheidene Antwort eines Ökonomen auf Ihre sehr gute Frage. Ein Psychologe könnte vielleicht noch eine andere Antwort geben oder ein Philosoph, das mag wohl sein, aber das ist dann eben eine Teilantwort. Sie haben nicht von der Anzahl Menschen geredet. Wie viele Prosumenten erträgt dann quasi ein Land? Oder gibt es da nicht auch eine ideale Zahl, wie viele Leute das in einem Land optimalerweise sind? Also, das würde ich mir nie rausnehmen, irgendwie eine Zahl zu nennen für die Anzahl der Menschen, die in einem Land leben sollten oder nicht leben sollten. Also das ist sehr, sehr schwierig und das greift auch so ein bisschen in die Freiheit und in die demokratischen Rechte ein, also in die Gestaltung einer demokratisch verfassten Gesellschaft, nicht? Ich meine, natürlich kann man immer sagen, dass die Summe der ökologischen Wirkungen aller in einem Land lebenden Menschen die Tragefähigkeit dieses Landes nicht übersteigern sollte. Nur, das ist doch nicht alleine eine Frage der Anzahl der Menschen, sondern das ist eine Frage der Pro-Kopf-Verbräuche und der Pro-Kopf-Inanspruchnahmen knapper ökologischer Ressourcen und Assimilationskapazitäten. Das heißt, wenn jemand konstatieren würde, hier sind zu viele Leute, weil die Ökologie das nicht verträgt, statt dann Leute wegzuschicken, könnte man auch auf die Idee kommen, zu sagen, wir müssen dann etwas maßvoller umgehen mit unseren Ansprüchen. Ne? Trotzdem, wenn Sie auf das Bevölkerungsproblem anspielen wollen, natürlich haben Sie recht. Je mehr Menschen auf diesem Planeten leben, desto schwieriger wird es, ökologische Grenzen einzuhalten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Urbanisierung und die Verbreitung europäischer Bildungsstandards schon längst dazu führt, dass wir eine Wende haben werden in den nächsten Dekaden, was also die Populationsentwicklung auf dem Planeten Erde anbelangt. Manche, aus meiner Sicht, plausible Prognosen tendieren dahin, dass bei etwa 8,5 Milliarden Menschen ein Peak, also ein Maximum erreicht ist. Diese Menschen könnten wir gut ernähren, aber nur dann, wenn wir weniger Autos, Flugzeuge und Smartphones haben
um die Ressourcen und die Flächen zu nutzen für gute Ernährung. Das heißt, die Konkurrenz zwischen Nahrung und anderen Konsumgütern, das ist der springende Punkt, um das Bevölkerungsproblem zu meistern. Ich möchte mich erstmal noch bedanken für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen für Sie, und zwar, also eigentlich sind es die gleiche Frage, und zwar, was wünschen Sie sich denn jetzt sehr konkret von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Politik, Gesellschaft und auch im privaten Gespräch oder unter Familien, was wünschen Sie sich konkret für Veränderungen? Weil Sie auch angesprochen hatten, so dass diese mentalen Veränderungen, die auch sehr wichtig sind, dass die nur stattfinden können, wenn unter anderem auch die Praxis bereits ein bisschen probeweise verändert ist, dass man sehen kann, oh, das ist gar nicht so schwer eigentlich, das alles anders zu machen. Das ist, wie Sie sagten, auch Verzichtsangst. Was würden Sie sich da gerne wünschen? Naja, da könnte ich jetzt einen ganzen Katechismus an Forderungen oder auch an Maßnahmen oder Veränderungsschritten könnte ich jetzt hier absingen, aber wissen Sie, es reicht mir schon aus, wenn wir, ich bin dann wieder bei dem Begriff, den Sie freundlicherweise in die Diskussion eingebracht haben, nämlich den der Aufklärung. Also Aufklärung 2.0 heißt nicht nur sich orientieren an den Rechten, die ich als Subjekt in der Moderne angeblich habe, sondern auch an den Pflichten und an der Verantwortbarkeit meines Lebens. Die Frage, die ich jetzt wiederholen möchte, stand schon in einem Textkästchen hier auf einer Folie. Was darf sich ein Mensch im 21. Jahrhundert noch an materiellen Freiheiten herausnehmen, ohne ökologisch und damit gleichsam sozial über seine oder ihre Verhältnisse zu leben? Sich an dieser Frage zu orientieren, sie auch im Unterricht, im Bildungssystem sozusagen, sie da auch zu verwenden, ja, das fehlt komplett. Junge Menschen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Schweiz ist, aber bei uns in der Bundesrepublik werden praktisch ethikfrei, verantwortungsfrei erzogen. Sie werden zu Ichlingen, zu reinen Selbstverwirklichern gemacht. Und das wird als Fortschritt zelebriert. Das ist eine Hälfte der Medaille, die will ich gar nicht abräumen. Sie gehört zur Moderne dazu. Aber die andere Hälfte dieser Medaille, die fehlt mir. Nämlich als Gegengewicht zu einer andernfalls pathologisch zu werdenden Freiheit, die das Prinzip der Verantwortung wieder geltend zu machen. Daran kann sich auch die Politik orientieren. Die Politik kann so vieles tun. Sie kann die Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung erleichtern durch Gesetze. Sie kann übrigens die Unternehmen in Regress nehmen. Zweimal wurde es ja angesprochen, die geplante Obsoleszenz zu vermindern, das heißt die Reparabilität zu fördern. Sie kann Grenzen setzen, ein Bodenversiegelungsmoratorium. Sie kann die Preise der Ressourcen steigern. Sie kann auch bestimmte Tendenzen fördern. Das sind alles Instrumente, die überhaupt nicht unbekannt sind. Aber ein letzter Punkt, weil Sie auch die Wirtschaft ansprachen und mich fragten, was würde ich mir von der Wirtschaft wünschen? Eine Wirtschaft oder ein Unternehmertum, das kompatibel ist mit einer Postwachstumsstrategie, würde nicht einfach darauf beruhen, bessere Produkte, reparable herzustellen, das auch. Würde nicht nur bedeuten, einfach ökologisch zu beschaffen oder vielleicht andere Wertschöpfungssysteme zu entwerfen, sondern würde zwei andere Dinge unbedingt noch involvieren. Erstens ein Personalmanagement, dass die Leute sogar ermutigt dazu, eben nicht weiterhin auf Gedeih und Verderb 20 Stunden zu arbeiten. Und Unternehmen brauchen ein Prosumentenmanagement. Unternehmen müssen ihren Kunden beibringen, wie sie mit weniger Produktion auskommen, wie sie mit weniger Geld auskommen. Indem sie den Menschen die Kompetenzen wiedergeben, damit die Menschen in der Lage sind, so eine Hose doppelt so lange zu nutzen, so ein Notebook sowieso und so ein Möbelstück auch. Prosumentenmanagement heißt, dass wenn ich Ihnen einen Tisch verkaufe, dass im Preis für den Tisch ein Workshop enthalten ist. Und in diesem Workshop bringe ich Ihnen bei, was Sie tun müssen, damit dieser Tisch doppelt so lange hält, als das im üblichen Nutzungsdurchschnitt der Fall war. Solche Unternehmen gibt es. Auch das ist jetzt nicht vollständig. Also es gibt Vorträge von mir, wo es nur um unternehmerische Nachhaltigkeit im Sinne von Postwachstumsökonomie geht, aber das würde den Rahmen sprengen. Noch zwei Fragen. Sie haben in einem Kästchen angesprochen, diese Kulturzersetzung, und dann eine Gegenmaßnahme gegen die Spannung ist von China und Indien, dass sie den Wachstum noch mehr pushen. Jetzt, wenn wir dieses Idealbild, das Sie skizziert haben, erreichen, dann hat vielleicht China und Indien dann schon weniger Wachstum, weil wir nicht mehr so viel davon kaufen.
Aber wie könnten wir jetzt ohne postmodern oder wie auch immer kolonialistisch zu sein, schon vorgreifen, um in diesen Ländern diesen Wachstumsdrang nicht nur mit unserem guten Vorbild vielleicht irgendwie futuristisch entgegenzuwirken, sondern auch, wie kann man da quasi schon zu einem Bewusstsein greifen? Also das grüne Wachstum, was ja quasi erzwungen wurde durch die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, soll ja eben laut Ihnen nicht stattfinden, aber wie kann man da Bewusstsein oder eben dann eben auch Umsetzung schon realisieren oder induzieren? Es gibt nur zwei Wege, um auf der globalen Ebene etwas zum Positiven zu wenden vor der Schablone meiner Ausführungen zur Postwachstumsökonomie. Das eine ist, auch wenn Sie das gerade so ein bisschen in Fragezeichen gesetzt haben, ist das vorgelebte Beispiel. Wenn man mal umgekehrt fragt, was bringt die Menschen Lateinamerika, Asien und Afrika dazu, so werden zu wollen wie wir, dann ist das eben dieser kulturelle Imperialismus. Wir haben die Blaupause geliefert. Ich benutze oft die Metapher, indem ich sage, Europa ist nichts anderes als ein gigantischer Flatscreen, wo der Rest der Welt draufschaut und sagt, das ist das gute Leben, so müssen wir auch werden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Oder wenn wir nicht so werden können, müssen wir es bekämpfen. Das ist auch nicht gut. Das ist sicherlich nicht friedensstiftend. Wir müssen diesen Blueprint verändern. Auf dem Screen muss etwas anderes sichtbar sein. Glückliche Schweizer und Deutsche, die 20 Stunden arbeiten, kein eigenes Auto haben, nicht mehr ins Flugzeug sich setzen, mit viel weniger Fleisch auskommen und mit einem Lied auf den Lippen den anderen sagen, hey, das könnt ihr auch. Und das ist auch nicht arrogant, sondern das ist ein Lebensmodell, das die Eigenschaft hat, dass das, was die Menschen in Europa machen, lässt sich mit 7,3 Milliarden jetzt multiplizieren und dann geht die Rechnung immer noch auf. Das Zweite ist, dass indem wir unsere Nachfragemuster verändern, nehmen wir auch Einfluss auf die Wirtschaft in Asien. Neulich hat jemand geschrieben im Spiegel in Deutschland, huch, die Chinesen machen die Welt kaputt. Da gehen pro Woche 2 fossile Kraftwerke ans Netz. Stimmt. Damit die sowas produzieren können. Nicht für die Chinesen, für uns. Wir nehmen die Produkte ab. Wir haben doch, das habe ich an einer Stelle erzählt, als ich von den Wachstumsgrenzen sprach, wo es um Verteilung und Resilienz geht. Wir haben unsere ganze Industrieproduktion dahin verlagert. Was wir hier verfrühstücken, erzeugt den Sog, der die Länder so werden lässt, wie sie jetzt sind. Und dann stellen wir uns hin und sagen, oh, ihr lieben Chinesen, müsst mehr Klimaschutz machen. Nein, wir müssen den Anlass dafür überhaupt geben und die Basis, dass dort eine andere Wirtschaft stattfinden kann, auch für Bangladesch und für andere asiatische Länder gilt das. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Ja? Und politische Verhandlungen sind auch wichtig, aber die sind nicht glaubwürdig, weil wir diesen Ländern etwas empfehlen, was wir vor der eigenen Haustür nicht mal hinbekommen. Und das geht nicht. Das nenne ich Kommunikationsstörung in der Diplomatie. Letzte Frage. Sie haben von Wachstumszwängen gesprochen, ohne jedoch Gründe für diese Wachstumszwänge groß zu zeigen, obwohl Sie am Anfang eigentlich genau drauf gehalten haben. Nämlich, Sie haben dieses Zinsbeispiel gebracht mit dem einen Franken und wir hätten jetzt alle 128 Millionen, so nach 2000 Jahren. Frage, können wir denn überhaupt mit einem Finanzsystem, weil wir ja Zinsen bezahlen müssen, das ständig neues Geld braucht, die Geldmenge muss wachsen, sonst kollabieren wir. Wie sollen wir mit einem Finanzsystem, das wachsen muss, eine Wirtschaft haben, die schrumpfen soll? Wie soll das gehen? Wenn man darüber hinaus noch weiß, wie das Geld in die Welt kommt, das wir verwenden, nämlich durch Privatbanken, jedes Mal, wenn sie Kredite vergeben oder Anlagen kaufen, seien dies Aktien, was auch immer, die erschaffen Geld aus dem Nichts, verlangen dafür Zinsen. Und wie soll diese Geldmenge, die stetig wachsen muss, mathematisch, weil sie Zinsen abwerfen soll, wie sollen wir eine schrumpfende Wirtschaft hinkriegen? Das geht für mich nicht auf, aber vielleicht haben Sie eine gute Antwort. Danke. Ich hatte gehofft, dass jemand diese Lehrstelle anspricht. Jetzt kommt das zweite Referat. Haben Sie noch eine Stunde? Ja, nun. Nee, aber ich habe aus Zeitgründen diesen mittleren Bereich der Postwachstumsökonomik, das war die Folie mit diesen vielen Kästchen, nicht angesprochen. Sie haben recht, sowohl die Zinswirtschaft als auch die Geldschöpfung, weil eben die Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken geradezu anarchistisch ist und sich hinwegsetzt
über die Geldmengensteuerung der Zentralbank. Dies sind wachstumsbeschleunigende Phänomene. Beim Zins wird gestritten. Es kommt ja auf die Inflationsrate an. Wenn nämlich die Inflationsrate hinreichend ist, um sozusagen den Zinseffekt zu kompensieren, dann muss es nicht so sein, dass wenn also die Geldmenge steigt, dass deswegen ein Wachstum erzwungen wird. Trotzdem glaube ich schon, dass also der Zins einen Wachstumszwang induziert. Aber ich habe, ohne es so zu benennen, letzten Endes schon einige Lösungen genannt. Wissen Sie, in diesem Bereich hier gibt es gar kein Geld. Wo es kein Geld gibt, ist auch keine Geldschöpfung und vor allem auch kein Zinssatz. Hier können wir, es steht hier sogar, ein Regiogeld einführen. Es gibt ja den Wir-Franken. Und das ist ein schönes Beispiel. Bei uns in der Bundesrepublik gibt es eine Regionalwährung namens Chiemgauer. Das sind Versuche, neben dem Euro oder hier neben dem normalen Franken, also ein Geldsystem zu entwerfen, das die Regionalökonomie steuert und das ohne Zins auskommt. Und besonders loben möchte ich die schweizerische Initiative für die Vollgeldreform. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein guter Ansatz ist und dass noch eine Finanzkrise, wenn wir brauchen, dann werden sicherlich auch einige Politikerinnen und Politiker sich diesem Thema zuwenden. Ich glaube schon, dass wir aber auch vor der nächsten Krise die Gelegenheit nutzen können, so viel zu entmonetarisieren und wie es geht und natürlich auch Regiogeld zu nutzen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Also ich bin selber 8 Jahre lang Genossenschaftsvertreter der Ökobank, die jetzt nicht mehr existiert gewesen. Bin heute natürlich so ein bisschen der GLS-Bank in Deutschland nahe. Ich weiß, dass es ähnliche Projekte hier, glaube ich, auch gibt. Niemand zwingt eine Bank oder niemand zwingt mich, mit Zinsen zu arbeiten, selbst wenn ich kein Regiogeld habe. Es gibt Förderbereiche bei der GLS-Bank, damals bei der Ökobank, wo Menschen sagen, ich bringe mein Geld zur Bank und möchte gar keine Zinsen. Als Gegenleistung möchte ich etwas anderes. Sicherheit, Transparenz und das Wissen, dass mein Geld in die Kanäle wandert, wo es keinen Schaden anrichtet, sondern sogar umgekehrt, meinen persönlichen Zielen dient. Ökologischer Landbau, soziale Projekte, Inklusion, Entwicklung oder vielleicht auch Klimaschutz, regenerative Energie, was auch immer. Ja. Auch diese Möglichkeit besteht. Ja. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist ein dickes Brett, das man da natürlich bohren muss. Ganz klar. Herzlichen Dank, Nico.